Hallo Freunde, es ist wieder soweit. Streamzeit, ja, Freitagabend. Freut mich tierisch, dass ihr wieder da seid. Servus, Epsi, Alex, ja. Ja, Chiefs Develop. Servus, Bella. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's wieder in Bunt und Farbe weiter. Ja, wir werden uns heute mit CSS beschäftigen. Naja, der Gregor auf jeden Fall. Der wird euch da etwas zeigen mit Tailwind CSS. Also, ich wünsche euch einen Hammerabend. Haut rein, habt viel Spaß! Hallo, Ladies, Gentlemen und divers. Ja, so muss man sich ja heute doch anmelden, oder? Ich weiß nicht. Also erstmal Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, diesmal war ich ja auch auf der Basta-Konferenz. Das war so eine Hybrid-Konferenz gewesen zum Thema Softwareentwicklung. Die meisten kennen sie ja. Und vielleicht sind ja einige davon auch heute Abend wieder mit dabei. Sind welche dabei, ja, die auch auf der Basta waren? Sehen wir uns sozusagen nochmal. Ja, war sehr abgefahren, ne? Hybrid. Also ich habe echt Menschen wieder gesehen. Ich war mal wieder voll auf der Bühne. Ja, habe auch einen richtig fetten Raum gekriegt und verteilt 10 Leute oder so. Ja, aber online, zack, waren nochmal ein Dutzend dabei. War der Wahnsinn. Hier, Sphinx Graf sagt, er war mit dabei oder sie. Oder es. Roxbrötchen, hallo zusammen. Schön, dass du dabei bist. Hi, ich glaube, du bist das erste Mal da, oder? Oder das interessiert mich, ja. Also ihr könnt ja hier auf Twitch, das ist so ein das komplett andere Meetup, ja, als man sonst gewohnt ist. Ich werde nicht einfach irgendwie einfach nur einen Vortrag halten, sondern wir werden einfach richtig viel fett Spaß haben und ihr könnt sogar interaktiv richtig schön mitmachen, wenn ihr Bock drauf habt. Ihr braucht eigentlich nur ja Node.js. Ja, weil wir müssen natürlich ein paar Pakete installieren. Ihr braucht Visual Studio Code und am besten Chrome und schon könnt ihr mit loslegen. Ich werde auch dann wieder Live-Share teilen, dass ihr euch dazuschalten könnt und ihr könnt auch bei euch lokal einfach schon mal ein bisschen Hand anlegen. Gut, ich mache mal auch eine Umfrage. Achso, reiner Zufall aus dem Elektron.net-Quiz. Ja, geil. Ja, dann weiß ich noch, wie du aussiehst. Das war schön. Direkt in der goldenen Mitte vor mir saß er. Also, wenn ihr angemeldet, eingeloggt seid, könnt ihr auch mit der App auf dem Sofa. Wie schaut ihr eigentlich zu? Das würde mich auch interessieren. Sitzt ihr im Wohnzimmer? Schaut ihr über Fire TV oder Xbox oder PlayStation oder am Notebook? Wie seid ihr jetzt dabei? Würde mich interessieren. Auf der Toilette. Ihr könnt aber auch noch direkt jetzt bei einer Umfrage teilnehmen, die ich jetzt 5 Minuten starte, weil es mich einfach interessiert. Ja, wer ist eben das erste Mal heute dabei? Hier ich, ab und zu oder ich gehöre zum Inventar. Ich starte die Umfrage. Ihr könnt das jetzt beim Chat, könnt ihr da eben mit abstimmen, ja. So. Ja, ansonsten genau. Was war hier oben? War nochmal Elektron.net-Quiz, habe ich schon gelesen. Herzliches Hütteho an alle natürlich und künstlichen Geschlechtsformen im Chat. Sehr schön. Guten Abend. Wen haben wir noch? Webdrop Solutions. Servus. Auch wieder geil, dass du eingeschaltet hast. Furries. Geil. So schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sage euch, ich habe euch auch so vermisst bei meinem Urlaub. Aber ich hatte echt diesen Reset gebraucht. Ich glaube, ich weiß, heute habe ich wieder so richtig die Energie und ich habe richtig Bock drauf. Tailwind CSS, ja, ist für mich selber eigentlich auch neu, ja. Ich habe damit noch kein Riesenprojekt bewerkstelligt. Nur mal mich eingearbeitet, auch weil ein Kunde das jetzt auch gereviewt haben wollte. Und ich langsam auch Anfragen dazu kriege, ob ich dazu auch Schulungen anbiete. Und damit musste ich mich schon mal sehr tief einarbeiten. Wobei, heute gibt es halt wirklich alles komplett im Einstieg. Es ist kein Deep Dive. Das können wir gerne in einer weiteren Folge machen. Hattet ihr schon mal davon gehört? Tailwind CSS. Wobei, das kommt gleich in der nächsten Umfrage. Wir hatten bereits schon mal eine ganz spannende CSS-Folge. Und zwar ging es da um BAM und SAS für eine saubere CSS-Architektur. Ich fand, das war auch ein richtig geiler Abend, den wir da zusammen hatten. Und da hatten wir entdeckt, dass man
auch da wahnsinnig schöne Architekturstruktur aufbauen kann, außer irgendwie wild reinzuklopfen von seinen CSS-Styles her. Und das findet ihr aber auch jetzt schon auf YouTube, dieses Video, ne? Heute werden wir genau das Gegenteil kennenlernen. Ja, wir werden heute einfach mal direkt in die Tasten klopfen, so ohne richtige Architektur. Forrest sagt, kenne dich, glaube ich, von früher, von irgendwelchen .NET-Meetups oder Microsoft-Events und war in einem anderen Team bei einem Aktion-Mensch-Hackathon. Boah, das ist ja mal schön, wo du auch dabei warst. Das heißt, in Berlin waren wir dann, ne? Oder war, es gab noch ein Event, das war nicht dann in Berlin, war in Leipzig, meine ich. Wo warst du? Wer es nicht kennt, ja, Aktion Mensch hatte damals, also durch Microsoft bin ich an Aktion Mensch gekommen. Und zwar hatte ich ein Open-Source-Projekt, das heißt Projekt Werner. Und da hatte ich mit einer 3D-Kamera von Intel, ja, weil die von Microsoft, die Kinect, die war dafür nicht geeignet, habe ich für meinen schwerbehinderten Bruder eine Software geschrieben, wie er mit Mundgestiken den PC bedienen kann. Und man muss dazu sagen, mein Bruder, der ist Spastiker und der kann nichts selber machen. Ja, der sitzt im Rollstuhl, kann nicht selber laufen, die Hände sind nur angespannt, der kann also auch nicht mal den Rollstuhl selber fahren, nicht alleine auf Toilette, nicht alleine essen. Ja, schon krasse Sache. Und mit Software konnte ich ihnen eben eine ganz neue Welt bieten, ja. Nur war es halt echt, das Open-Source-Projekt weiterhin zu pflegen und die Arbeit, das war einfach zu viel Energie, die ich reinstecken musste. Und ich hatte nun mal auch andere Dinge, Familienaufbau und so, ne. Und naja, das Ganze ist noch online, findet man. Hero, was sagst du denn Schönes? Eine Umfrage, in der gefragt wird, wie man auf dem Event hier gekommen ist, wäre cool. Buster 2021 wäre bestimmt auch eine sinnvolle Antwort. Hast du eigentlich recht? Wie seid ihr auf mich aufmerksam geworden? Das könntet ihr aber auch in Chat schreiben. Ja, Berlin war es geil. Was hattet ihr nochmal für ein Projekt, Forrest? Weil es gab ja die App für die Blinden, ne? Irgendwie, die dann was vorliest oder so. Was hattest du nochmal gemacht? Erwähn's mal nochmal bitte. Sag mal, kämpft ihr? Okay, mach mal eine Kampfrunde und dann legen wir auch mal so richtig los. Ihr könnt nämlich im Chat hier interaktiv die Figuren bewegen, ja? Das sind die Befehle dazu. Und dann starte ich doch einfach mal zum Spaß so ein Battle. Und dann geht's auch los. Lass mir mal ein paar Minuten Zeit am Anfang, weil manche, die Kinder schlafen nicht gleich, wie bei mir hier auch, ja? Meine Frau hat mir auch gerade wieder nebenbei geschrieben, die Kinder wollen nicht schlafen. Und jetzt ist sie eine Einzelkämpferin, ne? Sonst unterstütze ich sie total gerne. Bin über Meetup hier. Saugeil. Und auch das erste Mal, oder? Achso, die Umfrage, ja, die läuft noch. Die Umfrage läuft noch. Genau, für Blinde die App. Ja, saugeil. Ich erinnere mich. Ja, genau, das Team neben euch bei der App für Blinde, genau. Schön. Was ist mit eurer App geworden? Aus den JavaScript Days kennen wir uns. Cool. Ja, bist du da auch wieder? In 2 Wochen in Berlin bin ich auch vor Ort, ja, JavaScript Days, und da gibt es auch eine Session oder besser gesagt einen Workshop zum Thema Tailwind CSS und so, Umfrage ist vorbei. Ab und zu, ja, hat gewonnen, also 56% sind hier mit dabei. Das ist doch schön und ich gehöre zum Inventar mit 33% und 11% sind komplett neu. Das ist doch schön. Das ab und zu muss ich noch ändern, ja. Also ihr müsst das bei euch im Kalender einpflegen und dann, das geht nicht, ja. Also, bam, gewonnen, schön. Okay, also, dann wechseln wir doch mal auf meinen Desktop. Tada! Nein, ich werde keine Folienschlacht machen. Von einem Workshop. Ein Jahr habe ich Gregor das erste Mal zu einem Angular-Thema gesehen. Cool, cool. Das ist immer wieder spannend. Ich glaube, habt ihr auch schon geschrieben, wie ihr hier mit dabei seid? Jetzt muss ich nochmal kurz bei mir hier hochscrollen, weil das ist ja, was mich auch interessiert. Ja, ich stelle mir da ein bisschen so vor, ja, die Leute auf der Couch oder im Büro, auf dem Notebook oder eben auf der Toilette. Da steht's, genau. Ganz unspektakulär. Hero sagt ganz unspektakulär von zu Hause aus dem PC und mit bestellten Essen vor mir. Nichts Besseres als das, ja. Richtig schön das Essen genießen und die Show. Auf der Couch mit Tablet, sagt CFZ-Developer. Ich müsste echt mal üben, den richtig auszusprechen. Gundra sagt, auf der Couch mit Tablet. Beide schauen auf ein Tablet.
im Homeoffice-Büro auf dem iPad neben dem Coding am Mac. Das heißt, du codest nebenbei und genießt dann nebenbei, was es hier gibt. Auf dem TV, schreiben am iPad. Saugeil. Spannend. Interessant. Viele auf dem Tablet. Das ist interessant. Okay. Einstieg. Tailwind CSS. Da kann ich gleich die nächste Umfrage starten nebenbei. Das Blöde ist immer, Abstimmung verwalten, neue Abstimmung, dass ich das nie vorher irgendwie speichern kann. Dass ich sage, jetzt rufe ich folgende Umfrage, ich muss das jetzt direkt reinschreiben, ich habe das aber schon mal in Notepad. Also mich würde ja auch interessieren, wer hat denn bereits Erfahrung mit Tailwind CSS? Ich meine, es ist heute Einstieg, ja, ich weiß nicht, wird sich wahrscheinlich langweilen oder du kannst deine Experience hier mit der Community teilen. Starte ich jetzt hier nochmal für 5 Minuten, ja, also wer hat bereits Erfahrung mit Tailwind CSS? Würde mich interessieren, mach doch bitte mit bei der Umfrage. So, ist der Robert, der hat gesagt, der ist heute auch dabei. Robert, bist du dabei? Outest du dich, welcher dein Account ist? Aber wer mich nicht kennt, ganz kurz mache ich mal Schleichwerbung. Ich bin der Bieswanger, Gregor Bieswanger. Ja, bin seit 20 Jahren in der Softwareentwicklung aktiv und freiberuflicher Berater, Trainer und Autor, also käuflich. Und ich habe mich auf die verteilte Architektur spezialisiert mit Domain-Driven Design und Microservices, Docker, Kubernetes, APIs und 2 MeanStack, ja, mit Node.js, NoSQL, JavaScript, TypeScript und aus der Vergangenheit her natürlich auch noch sehr viel mit .NET und C#, ja. Also ich tanze da echt auf vielen Hochzeiten, aber das hört sich nach so viel an, aber ich kann auch wieder so viel nicht, auch wenn wir es hier auf dem Kanal hatten, ja. Ja, machen wir es mal so, schaue ich ein bisschen erfahrener aus. Aber wir hatten Machine Learning da, aber größere Sachen habe ich nicht gemacht. Es gibt so viele Themen, die ich nicht kann, aber die, wo ich gerade vorgestellt habe, bin ich richtig fit drin. Und wenn ihr gerne eine Schulung oder Workshop vor Ort hättet, ey, ich bin käuflich, ja. Okay, so viel lange Werbung will ich gar nicht jetzt hier machen. Gregor, darf ich fragen, wie jung du bist? Ja, also wenn man das jetzt hier auf dem Bild sieht, kann ich locker sagen 60. Nein, ich muss gerade überlegen. Ich bin 7 oder 36. 37 werde ich. Oktober. Ich habe am 8. Oktober Geburtstag in 2 Wochen und da muss ich mir auch noch überlegen, das ist nämlich genau an einem Freitag. Ich denke, da werde ich euch leider verschieben müssen. Um einen Tag davor, denke ich dann mal. So, also, dann, um was geht's? Ja, ich mache ja schon, wer hat Erfahrung damit? Das können wir uns ja gleich noch anschauen. Aber ich will erstmal ganz oft anfangen mit einem total simplen Beispiel. Und zwar kennen wir dieses Beispiel aus dem BAM-Abend, ja, wo wir uns mit der CSS-Architektur und SAS und so weiter beschäftigt haben, haben wir diese Card als Beispiel benutzt, um das schön aufzuräumen. Und mit der wollen wir jetzt erstmal arbeiten, ja, und wir schauen uns das Ganze mal richtig crazy an. Dazu, auch nochmal hier, ja. So, mach mal ein neues Verzeichnis. Hm? Tailwind Lives. Ich glaube, ich hatte immer alles mit Livestream am Anfang oder am Ende. Livestream am Anfang. Dann bleibe ich dem Ganzen treu. Ja, Livestream Tailwind. So, mach mal einfach ein neues Verzeichnis. CD Livestream Tailwind. Und wie will ich denn das jetzt nennen, was wir da reinmachen? Ich mache jetzt mal einfach die Demos. Ja, und das öffne ich jetzt mit Visual Studio Code. Ihr könnt übrigens über den Chat richtig schön interaktiv teilnehmen, ja, für alle auch, die neu dabei sind, umso länger, also wenn man was schreibt und die Dauer, was man halt so beim Livestream dabei ist, kriegt man unten immer Punkte. Und die Punkte könnt ihr dann einlösen, um eben hier interaktiv irgendwas zu machen. Und einer davon wäre, ja, ihr könntet natürlich auch in den Genuss kommen, Visual Studio Code in Dark Theme zu sehen, aber das müsst ihr halt erst umswitchen, ne? Wassermarsch erhalten. Also ich darf gleich erstmal einen Schluck Wasser trinken. Mache ich gleich. Und zwar Native Card HTML. Ja, das nutze ich jetzt erstmal. Und da werde ich hier richtig schön Copy und Paste machen. Ja.
Zack, das ist der Code von der Karte, den wir gesehen haben, aber nativ. Ja, also ganz übel. Und zwar habe ich es wirklich mal richtig übel getrieben. Dunkler Visual Studio Code, ja, also habe ich mir doch gedacht, dass ihr das natürlich macht. Color Theme. Wir nehmen natürlich wieder mein Favorite. Und warum zeigt das nicht an? Da ist es doch. Tada, viel angenehmer. Ja, Alex, kannst wieder die Sonnenbrille absetzen. Er hat echt ein Foto letztens auf Discord gebracht, ja, wie er mit der Sonnenbrille beim Livestream zugeschaut hatte. Weil wir eine helle Entwicklungsumgebung hatten. So, ihr seht schon, das ist absolut abgefahren, crazy. So sah unser BAM-Beispiel auch ganz am Anfang aus. Da hat man einfach mal ganz wild mit CSS, also Inline-Styles, drauf losgejagt, um am Ende das Design zu bekommen, was man sich ungefähr vorstellt. Und die meisten von euch kennen das aber auch. Die meisten kennen das aber auch von euch, dass man auch wirklich per Inline-Style oft einfach reinhaut in die Tasten, ja, weil man halt sich unsicher ist, welche Option oder Einstellung jetzt irgendwelche Effekte tatsächlich auslöst. Vor allem kopiert man auch ziemlich gerne von anderen Webseiten und hat dann die Styles in der Zwischenablage und ach Gott, bis ich jetzt da irgendwo erstmal eine CSS-Klasse angelegt habe mit einem Namen, wo ich gar nicht wüsste, wie ich es gerade auch nennen möchte. Ja, man batzt das also direkt in die Inline-Styles rein. Also im Prinzip ist das ja für den ersten Schritt ja gar nicht böse, weil das ist der normale Entwicklungsflow. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Doch auch so, ne? Gareth, servus, schön, dass du eingeschaltet hast. Ihr werdet mit Sicherheit auch erstmal oft in den Inline-Styles herum experimentieren und spielen, bis ihr seht, ob das richtige Ergebnis ist. Ja, nein oder vielleicht? Schreibt es mal in den Chat, würde mich interessieren. Schauen wir uns das Ganze in Bunt und Farbe mal nochmal an. Ja, Rechtsklick, Open with Live Server. Achso, ich könnte euch ja trotzdem schon mal das alles teilen. Und zwar, wie ging denn das nochmal hier rein? Und dann machen wir hier Share. Und irgendwas muss ich mit OK bestätigen. Ja, ich erlaube alles. Och, man kann die CSS-Klassen einfach durchbenennen. A1, B. Machst du das bei dir? Also wenn du gerade auch noch in der Experimentierphase bist, du legst eine Klasse an und gibst erstmal einen fancy Namen mit. So, liebe Leute, hier ist der Link. Ja, mit dem könnt ihr euch mit Visual Studio, ich glaube, es geht auch direkt im Browser mit Visual Studio Code, könnt ihr es auch vor Ort bei euch in Bunt und Farbe richtig sehen, ja. So, und dann habe ich den Live-Server gestartet. Habe ich das? Nee, habe ich noch nicht. Rechtsklick, Open with Live-Server. So, schauen wir uns mal die aktuelle Website doch einmal an, ja. So schaut es doch viel schöner aus als der eigentliche HTML-Code, oder? Deswegen ja, ne, man spielt ein bisschen rum und dann räumt man eigentlich auf, dass man das eben schön in Klassen bringt, etc. Ja, und was ist gut daran? Reden wir mal, was gut dran ist. Also einmal ist der Entwicklerflow, ne? Man experimentiert so einfacher und schneller. Ab da fängt es dann schon an, dass es ein bisschen auch für einen doof wird, ne? Man macht so ein bisschen Copy-Paste, um zu schauen, ob es passt. Aber das sind ja schon wieder die Nachteile an Inline-Styles. Also Inline-Styles werden ja prinzipiell auch viel langsamer beim Rendern verarbeitet als zum Beispiel CSS-Klassen, ja? Also performancemäßig ist es nicht das Goldene. Wir haben immer Wiederholungen. Ja, ich muss hier immer wieder Copy und Paste machen und hier den Button, den wir hier unten haben, ja. Das ist der ganze CSS-Code für meinen Button. Und überall, wo ich den Button wieder haben möchte, kann ich es nicht wirklich wiederverwenden. Ich muss wieder Copy und Paste machen. Ja? So, was sagt ihr Schönes? Statt online lieber direkt im Browser in den DevTools. Ja, genau. Ja, genau. Ja, stimmt, ne? Also es ist sogar nicht mal, dass du es dann, ja doch, du tust in den DevTools was machen und wenn es gepasst hat, gehst du schnell rüber, tust nämlich den in deinen Inline-Style reinbatzen und dann machst du ja schnell mit den nächsten Schritten weiter, außer du bist so konsequent und sagst, ja, jetzt hat diese kleine Einstellung gepasst, jetzt kommt sauber in die Klasse rein. Ja, hier auch WebDrop Solution sagt auch Inline, ne? Einfach schnell zum Rumspielen und Experimentieren. Also daher, das ist gut, im Nachgang alles schlecht, ja? Wiederholungen und man sieht schon, man blickt gar nicht mehr richtig durch. Ja, und da hatten wir ja bei dem Abend gelernt gehabt, bei BAM und mit SAS, wie wir das hier deutlich hübscher kriegen. Ich meine, ich habe sogar hier irgendwo die Solution-Folie offen, ja, dann würde sowas in etwa so aussehen.
Ja, wenn du das jetzt in CSS-Klassen rausbringst. Ich will jetzt hier nicht nochmal eine Einführung in BAM geben. Es geht jetzt einfach nur darum, man kann diesen HTML-Code, den wir gerade vor uns sehen, schon deutlich, deutlich eleganter, optimierter sehen. Ja. Gut, jetzt will ich euch was richtig Krasses zeigen. Und zwar, weil es einfach das Populärste ist, will ich dasselbe Beispiel doch einmal betrachten, wie das wäre, wenn wir das mit Bootstrap machen würden. Bootstrap selber ist ja komponentenbasiert. Ja? Das heißt, wisst ihr ja alle, ne, wir haben einfach einen Haufen fertige Controls. Wo haben wir es denn hier? Get it started, docs. Und wo haben wir sie? Components. Und wenn ich jetzt so eine Karte möchte, gibt es die einfach schon fertig. Ja? Ich muss aber allerdings mit dem Design leben, was natürlich Bootstrap hier vorgibt. Man kann vieles beeinflussen. Ich meine, Bootstrap selber ab Version 4, meine ich was, sind die ja voll auf SAS umgeswitcht von Less. Und man kann viel customizen, keine Frage. Ne? Man hat dann die SAS-Dateien vor sich und kann dann sagen, ja, statt dieses Standardblau, was wir da sehen, ist es ein bisschen anders. Und alles andere, was man dann erweitern und verändern möchte, geht zwar auch alles, ist aber halt immer ein bisschen so mit der linken Hand am rechten Ohr kratzen. Ja. Und es ist dennoch immer dieses fette Paket. Man kann Bootstrap aber auch gut modularisieren, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Grad. Okay? Das heißt, ich kann halt sagen, ich will vom Bootstrap halt nur die Komponenten, aber alles, was hier Layouting angeht, interessiert mich gar nicht. Ja? So kannst du modellieren. Aber du kannst am Ende nicht sagen, du willst nur die Karten haben. Also, wobei es würde schon auch gehen, aber das ist halt wieder alles wieder mit Aufwand verbunden, was du da extra machen musst. Ne? Das ist halt unschön. Und das wollen wir nicht. Ich will meine Karte so haben, wie ihr es gerade gesehen habt. Ich will nicht diese Bootstrap-Karte. Aber trotzdem kann uns Bootstrap helfen. Ja? Bootstrap hat neben ihren eigentlichen Komponenten ja auch die sogenannten Utilities. Wenn man da mal einen Blick drüber wirft, ja, hier der Einstieg ist ganz oben mit API und da zeigen sie auch, wie man mit SAS auch die Dinge überschreiben kann, es auch erweitern kann. Also es ist auch wirklich sehr schön variabel. Und hier sehen wir eigentlich dann mal die ganze Auflistung und was sind jetzt sogenannte CSS-Utilities auf dieser Ebene. Und zwar müssen wir uns vorstellen, die Eigenschaften und Werte, die wir bei den Inline-Styles machen können, bekommen wir als fertige CSS-Klassen. Ja? Schauen wir uns zum Beispiel, was ist hier jetzt ganz cool, nicht Display, Position, ja, nehmen wir Display her. Ja, Display None und Block, das kennen wir ja alle, ja, ein Div-Element ist ein Block-Element und wenn ich ein Span zu einem Block haben will oder was, brauche ich einfach nur Display, Doppelpunkt, Block schreiben, aber zum Beispiel kannst du mit D, Bindestrich, None oder Block, ja, kannst du plötzlich Display-Block diesen Element zuweisen. Also so kannst du wie Inline-Styles entwickeln, aber über CSS-Klassen eben. Ja. Das heißt, ich habe das exakt gleiche Beispiel, was wir jetzt hier vor uns sehen. Ja, was wir jetzt da vor uns sehen, habe ich eben auch nochmal für Bootstrap aufbereitet. Und zwar mache ich meine schöne neue Datei, New File, Bootstrap, Card, HTML. Ja, und ich will nicht deren fertige Komponente nutzen, sondern so wie ich das habe, aber eben deutlich eleganter. Und dann schauen wir uns gleich mal einen Vergleich an, okay? Was ist daran gut und was ist daran schlecht? So, was habe ich gemacht? Ich nutze aber jetzt eine Content Delivery Network URL, ja? Das heißt, Bootstrap wird jetzt einfach über diese CDN geladen. Das heißt, ich habe jetzt kein SAS aktiv. Das bedeutet, bestimmte Kritikpunkte, die ich jetzt bringe, sind zum Teil dann, wie sagt man, unberechtigt, ja, weil du könntest es dann schon noch besser haben, ja. Aber dadurch, wenn du das hier über CDN machst, kriegst du halt schon alles fertig, ohne dass du dann noch einen Einfluss nehmen kannst. Aber was sehen wir denn hier, ja? Also hier ist ja krass, wenn ich rübergehe, habe ich hier, ach so, ich habe da gar keine, doch, hier habe ich Höhe 100% für den Body, ja. Bei dem HTML habe ich es gar nicht, habe ich es vergessen. Aber wenn wir jetzt hier reinschauen, ja, haben wir hier H 100, ja, Höhe 100%. M für Margin,
Null. Ja, und dasselbe wollte ich dann bei Body auch. Ja, das ist, ihr kennt das, ne? HTML Body, die beiden will man immer auf 100 haben und ohne Margins. Und dann will ich hier, jetzt kommen wir schon mal zu Einschränkungen, ja, weil Bootstrap ab Version 4 setzt unter der Haube auf die Flexbox. Ja, sie hatten ja ihr eigenes CSS-Grid, das heißt, du kannst eine Flexbox-API nutzen mit Bootstrap oder unter der Haube wird jetzt, wenn man das Grid hernimmt von Bootstrap, automatisch die Flexbox benutzt. Hochinteressant, ziemlich geil auch, aber Grid hat an der Stelle nichts zu suchen. Das heißt, das ist ein bisschen schade. In meinem simplen Beispiel wollte ich ein Grid. Ja, war nicht dabei bei Bootstrap. Das heißt, ich war trotzdem nochmal darauf angewiesen, hier ein paar Inline-Styles reinzubringen. Ja, gut, Hintergrundfarben und sowas, ne, das hätte ich jetzt mit Sass auch nochmal überschreiben können, dass das per Standard kommt. Ja, was Schriften angeht, ginge auch noch, dass ich das mit Sass überschreiben hätte können. Naja, gut, muss ich jetzt damit leben. Aber was sehen wir jetzt hier? Ja, ein Padding vertikal, ja, vertikal mit 20% oder so, glaube ich. Ne? Ich kriege hier gerade wenig Support. PX war 5%. Und hier, schaut mal an, hier ist es. Ja, hier ist es. Die Klasse fürs Leben. Display Block, ja. Was jetzt natürlich schön ist daran, ich kann in meinen Flow, wo ich mir unsicher bin, wie was irgendwo gerade richtig ist, ich kann nicht wirklich direkt reinbatzen, und auch kürzer geschrieben, ja, Display, Doppelpunkt, Block, ja, also ich meine, das ist einfach weniger Zeichen, die ich brauche, und hier auch, ja, das Padding minus 1, deutlich weniger, als wenn ich Padding ausschreiben müsste mit 1 Pixel, also es wird dann schon minimalistischer, dieser ganze Code hier, ja, wie ihr seht, die ganzen Farben, da gab es nichts, ja, die haben Standardfarben. Ja, die haben hier Standardfarben bei Bootstrap, Colors, aber ich muss mit denen leben, die sie halt hier haben. Ja, ich kann dann nicht direkt meine Hexcodes mitgeben. Ja, Text Primary ist dann deren Blau. Auch da wieder, mit Sass könnte ich diese Standardfarbe natürlich beliebig umschreiben. Ne? So, jetzt gehe ich nochmal kurz auf die Fragen ein, weil ich sehe, ihr schreibt schön. Verdammt, boah, was ging bei euch alles ab? Warte mal, jetzt muss ich wieder hochscrollen. Zurück in die Zukunft. Zumindest das Anpassen von Styles mache ich fast immer direkt über DevTools. Genau, okay. Warum aber, sobald du... Das speichert der ja nicht, wenn du was anpasst bei den DevTools. Ist ja nur zur Laufzeit kurz zum Spielen interessant. Tobacca sagt, interessant wird es dann immer beim Anpassen durch alle durch. Und dann wird langsam doch mit CSS-Klassen aufgeräumt. Ganz ehrlich ist er hier. Oder sie... nee, gleich eine kurz benannte Klasse. Kennt ihr die 80-20-Regel? Nee, nenn sie mal. Gibt es ja viele. Pareto-Prinzip, klar. Pareto-Prinzip, ach Mensch, Pareto-Prinzip war doch das. Hatten wir doch schon, Hero. Machen wir es nochmal rein und dann ärgere ich mich wieder. Das war doch, dass man Pareto-Prinzip benannt durch Pareto-Effekt 80-20, sagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden. Ja, kannte ich. Ach ja, so. 80 Rum, 20 Cola, genau. Ich verstehe nur Bahnhof, BAM. Ja, dafür, du musst das Video dann anschauen, wenn du wissen willst, was BAM ist. Und das ist ein Transpiler, womit du, das ist so ähnlich wie mit TypeScript und JavaScript, ja. Das heißt, du kannst, CSS schöner, strukturierter nutzen und Features ausreizen, die das native CSS dir nicht bieten kann. Aber am Ende tut dieser Sass-Transpiler dir halt auch gültigen CSS-Code ausliefern, also das, was halt der Browser versteht. Und es ist eben gerade auch hochinteressant für solche Projekte wie Bootstrap oder so, ne? Dass du da was machen kannst. Einfachst eigene Themes und so weiter. So, aber ich kann hier gern nochmal auch das, den Link nochmal teilen zu dem Abend, den wir hier hatten. Ganz wichtig, ja, abonniert auch mich auf YouTube und Daumen nach oben nicht vergessen. So, bei den Abständen funktioniert das super. Was ist das? Haben wir jetzt schon durch. Danke, Hero und so weiter. Heißt es, dass die Klasse H100 Standard in Bootstrap ist? Richtig, ja, du kannst einfach die Utilities nutzen. So, ich gehe mal wieder rüber zum Orkens Palter TV. Bis später vielleicht, Wink. Ey, mach keine Werbung für andere hier. Es gibt doch nichts Schöneres als unseren Abend, oder? Hier. So, kostet das was? Nein, ist Open Source. Ja, ist komplett Open Source.
So. Basiert auf ebenfalls, hat Utilities. Genau. So, jetzt kommen wir zu den Einschränkungen dieser Utilities. Wie ihr seht, ich kann zwar hier auch diese ganzen Farbensachen hernehmen, aber wir haben die Standardsachen und wenn ich eben nicht mit SAS arbeite, haben wir halt diesen nicht so schönen Code hier, ne? Mit diesem Background-Color, dass ich trotzdem hier die Farben mitgeben musste. Pixel, auch interessant, ja. Ich wollte, dass dieses Band tatsächlich 100 Pixel hoch ist. Jetzt ist aber W100 und H100 basiert immer auf Prozent. Ist eigentlich auch von, also die arbeiten alles, ne? Ich kann W80 machen, W70 oder H70, ist immer Prozent. Und eigentlich ist das natürlich auch die feine Art, was Responsive Web Design betrifft, sollte man ja immer nie mit festen Werten arbeiten, aber es gibt halt Situationen, wo man es dann möchte, ja. Und da gab es nichts Fertiges bei Bootstrap, ja. Ist nicht schön? Müsste ich eine eigene CSS-Klasse jetzt dazu machen, ja. Was haben wir dann noch? Ja, Background White, ja, bei Weiß geht das noch simpel. Dann habe ich hier List Style Type None. Ich will nicht, ja, weil es eine Liste ist, dass man da Punkte sieht, ja, weil es sollen ja keine Punkte sein, sondern wir haben ja hier unsere, das geschlossen, wir haben hier diese Tags. Ja, ist ja keine Liste, das sind Tags, die hier gezeigt werden. Da will ich keine Punkte drin sehen. Gibt's nichts bei Bootstrap. Ja, müsste ich auch wieder irgendwas bei SAS erweitern oder selbst dazu schreiben. So, was haben wir hier unten? Der Button. Ja, ist zwar ganz cool. So konnte ich jetzt ganz schnell meinen Button zusammenschustern, wie es wollte. Ja, Farbe hat auch mal wieder nicht so schön geklappt. Aber überall, wo ich jetzt den Button haben möchte, naja, am Ende muss ich dann doch eine Klasse draus machen. Oder auch hier, ne? Ich müsste auch eigentlich eine Klasse draus machen und es wiederholt sich. Dann habe ich eigentlich von diesen ganzen Kurzschreibe-Varianten nicht wirklich sonderlich viel. Was auch interessant ist, und da kommen wir zu den Grenzen bei Bootstrap, aber kann man auch nutzen, schreiben sie in der Dokumentation, muss man aber zusätzlich bestücken, wo man das wie haben will. Okay. Habe ich nie gemacht. Wenn da jemand Erfahrung hat, ob das doch dann easy ist oder so, zumindest es ist nicht fertig da. Und zwar rede ich von Pseudoklassen-Support. Ja, das sind Pseudoklassen mit dem Hover-Effekt. Und dazu brauche ich dann doch wieder einen richtigen CSS-Code. Ja, konnte hier nichts fertig nutzen. Puha, also schon mal sauspannend, ja. Bootstrap selber hat schon auch, ich meine, ab 3er-Version habe ich das, denke ich, auch schon genutzt, wenn es nicht sogar auch schon sogar früher gab. Die Utilities, das ist eigentlich nichts Neues. Ja, das habe ich schon länger genutzt. Macht an bestimmten Stellen ja halt dann Sinn, ne? Außer ich will jetzt hier immer wieder was verwenden. Dann sehen wir schon, wird es schwach hier, ne? Ist blöd. Pseudoklassen-Support, wie schon gesagt, habe ich selber noch nicht dann nochmal manuell hinzugefügt, aber wäre halt geil, wenn das auch schon da wäre. Also man sieht, es ist schon cool, aber naja, es hat seine Schwächen. Ja. Müsste jetzt zusätzlichen Aufwand betreiben, um das Ganze schöner zu kriegen. Was sagt ihr denn Schönes? Spielt die Alternative Less eigentlich überhaupt noch eine Rolle? Ja, Hero, das war damals sowieso, weil Twitter... ja, Bootstrap, Twitter Bootstrap, war das beliebteste Open-Source-Projekt für mehrere Jahre auf GitHub auf Platz 1. Naja, und wenn dann das irgendwie auf Less läuft, das hat natürlich schon einen riesen Impact gehabt, ja, was die Verbreitung von Less angeht. Und seit sie dann auf SAS geswitcht sind, kriegst du ja auch mit, überall reden sie dann nur noch von SAS. Rein funktionell sind die ultra ähnlich, ja, also es gibt wenige Dinge, wo sie sich unterscheiden. Irgendwie können beide was und wenn du Versus-Artikel liest, vielleicht gibt es heute schon spannendere Aspekte, aber es gab echt minimale Punkte, wo die sich unterscheiden. Aber gut, ne, wenn die Masse SAS nutzt, dann macht es halt auch Sinn mitzuziehen. 100 Pixel bei einem 8K-Monitor wird winzig, oder? Ja, gut, man macht deswegen ja alles in Prozent. Aber ich hatte diese Anforderung jetzt, okay? Lass sie mir. So, Alex, was sagst du Schönes? Wieso nicht? Man kann einen Link so stylen, dass er wie ein Button aussieht. Ist es ja auch. Siehst du ja, ne? Mein A-Tag hier, ja, ist ja hier ein Button. Tada! Aber ich müsste halt überall diesen Code wieder Copy und Paste machen und dann, dass ich hier mal in der Schnelle hier einfach das reingehauen habe. Also es ist schon deutlich kürzer.
Ja, wenn ich das mit dem nativen Code vergleiche, schau mal, ich brauche den horizontalen Balken, dass wir das alles sehen. Margin Top 0,5 EM, Border Radius 0,5 EM, ja. Das sind jetzt hier so die Standardwerte von diesen Rounded, aber da kommen wir auch wieder zu den Einschränkungen. Es sind natürlich trotzdem immer auch ein paar andere Standardwerte drunter. Das heißt, ich müsste wieder in den jeweiligen SAS-Bereich rein, um die Standardwerte vielleicht zu verändern. Und vielleicht will ich auch gar nicht, dass es überall dann gleich ist. Also das ist doch nicht so easy. Was schreibt ihr noch weiter Schönes? Bootstrap macht das zum Beispiel. Und wieso nimmt man nicht Button? Kann man machen, aber deswegen wird ja der Style auch nicht anders. So. Spooky Coder, wenn man dein Submit-Event zum Beispiel nicht auslösen will. Okay, interessant. Gregor, it's me, Carlos. Hey, schön, schön, Carlos. Du hast das immer noch nicht gemerkt. Ach, stimmt. Oh. Verzeih mir. Danke dir nochmal. Letzte Woche war geil. Hero, ich glaube, um die korrekte Wahl von HTML-Elementen geht es gerade nicht so sehr. Und tatsächlich sagen einige Guides, dass man Navigationslinks nicht als Button darstellen sollte. Danke dir. Genau, es geht einfach nur mal, dass wir drüber reflektieren, wie das so auf uns wirkt, wenn wir auf diese Art und Weise entwickeln. Ja, ich bin da noch ein bisschen, naja, schauen wir mal weiter. Aber vielleicht war es auch mal interessant, schon mal für die meisten zu wissen, dass Bootstrap sowas auch schon immer irgendwo konnte, ne? Und auch an sich gar nicht schlecht ist. Aber sagen wir, du willst nur auf diese Art und Weise entwickeln. Es ist halt nicht so sexy. Ja? Gut, machen wir weiter. Und zwar machen wir jetzt Tailwind Card HTML. Und bei Tailwind handelt es sich ja wirklich um ein ultra leichtgewichtiges CSS-Framework, also was auch im Wesentlichen auf CSS dann aufbaut. Du bekommst ein paar Toolings mit, um eben bestimmte Grenzen zu sprengen. Ich werde jetzt auch ein CDN-Link nutzen. Ja, das bedeutet, auch hier sind jetzt dann ein paar Dinge, die man natürlich dann deutlich attraktiver bekommt. Aber um nur mal reinzuschnuppern, gucken wir uns doch das Ganze mal an. Ach so, bevor wir das machen, will ich die Bootstrap-Seite öffnen und euch einfach nur mal zeigen, dass ich das so, wie ich es nativ wollte, ja, hier ist nativ, hier ist Bootstrap, unterscheidet sich ja trotzdem nochmal, ne, durch ihre eigenen Default-Werte an bestimmten Stellen, ja, das ist halt echt bescheiden. Ja, wenn ich jetzt hier ist nativ, hier ist jetzt Bootstrap. Nativ, Bootstrap, nativ, Bootstrap, okay. So, dann Tailwind CSS und dann machen wir doch mal hier the copy und the paste. Und genau das verfolgt jetzt Tailwind als Konzept. Die sagen, wir sind ein CSS-Utility-First-Tool. Das heißt, die haben sich im Wesentlichen exakt auf das hier spezialisiert. Ja, dass wir, wie wenn wir in Inline-Styles wären, so schreiben würden. Und diese Community dahinter auch, die sagt halt, ja, sowas wie eigene Komponenten oder Klassen, das ist nicht erst unser Fokus, das ist auch nicht unser Ziel, sondern wir wollen einfach wahnsinnig schnell, simpel, wie wenn wir damit rumspielen, dass der ganze Code da ist, ja, und dass einiges doch minimalistisch bleiben soll. Dennoch sind bestimmte Dinge möglich. So, schauen wir uns das mal an. Ja, also im Prinzip auch eine Zeile Code, Tailwind Mint CSS, aber, ja, in der Regel nutzt du Tailwind eben eigentlich auch nicht so, weil du das Beste davon nicht rausholen kannst. Das werden wir dann schon sehen. Aber vergleichen wir doch mal, wenn wir das mit Bootstrap sehen. Ja, die Namings sind trotzdem an vielen Stellen nochmal unterschiedlich. Ja, hier habe ich nochmal H-Full gemacht. Ja, bei Bootstrap heißt es H100 für 100%. Also ich bin es halt vom Bootstrap schon gewohnt. Ne? Ich habe ja mit Bootstrap, mit den CSS-Utilities schon so immer gearbeitet. Deswegen gefällt mir das jetzt eher. Aber okay, Geschmackssache. M-0, geil, oder? Ist bei beiden Welten gleich fürs Margin. Was haben wir dann da unten? Display Crit, ja, kann ich bei Bootstrap ja nicht nutzen, haben wir gehört. Wenn wir uns das aber jetzt hier bei Tailwind anschauen, kann ich einfach Crit reinschreiben. Das ist geil, ja, da kann ich Crit oder Flex, ja, für die Flexbox. Oder auch hier, ja, Place Content Center. Was ich hier wieder in einen Style packen musste. Gibt es dazu eine Klasse? Das ist geil. Ja, wird schon gefeiert.
Und zwar von Panninger. Ja, und dann haben wir noch die Styles. Also hier musste ich trotzdem mit der Farbe und meinen Schriftarten, die ich wollte, musste ich trotzdem hier noch ein paar Styles so direkt reinschreiben. Ne? Ist unschön. Ist unschön. So, hier haben wir aber auch wieder Padding. Ja. Da haben sie nicht X und Y, sondern eher Top, Left, and also P, L für Left, R, Right, Top und Bottom. Hier hast du halt Y und X. Egal, ne? Ist einfach, da unterscheiden sie sich. Hier heißt D-Block, Display-Block. Hier heißt es nur Block. Gefällt mir jetzt mit D vielleicht dann doch nochmal ein bisschen. Ist egal, ne? Ist Geschmackssache, ist aber auch Gewohnheitssache. Aber man sieht, es ist trotzdem alles deutlich weniger. Und das ist jetzt hier auch geil, ne? Seht ihr das? List None. Wenn ich hier reingucke wieder, muss ich ein bisschen drüben andocken. Man kann noch ein bisschen. Oh, eigentlich ist das ein Visual Studio Code Feature. Nicht da rein. Jetzt da. Genau. Padding. Genau, da war's. Hier. Nein, da war's. List Style Type None. Erinnert ihr euch, wo ich euch gesagt habe, ne, das will ich nicht. Und dann muss ich extra so einen Inline Style machen. Und das haben sie halt hier, List None. Und das ist das, was halt jetzt natürlich Tailwind ausmacht, ja. Die machen eigentlich auch dasselbe, was Bootstrap schon konnte, nur bieten sie viel umfangreicher was an, ja. Also wir haben hier auch Grid mit drin, Place Content Center, List None. Natürlich haben die noch viel mehr andere Dinge auch drinne, ja. Es ist jetzt nur zum Vergleich, also als kleinen Battle. Dann haben wir hier das Rounded, ja, das ist bei beiden auch der gleiche Name. Hier habe ich File Size, Font Size 6. Hier heißt es nur Text Small Medium. Hm, okay. Das Farbproblem haben wir jetzt hier auch, aber, ja, wir sind immer noch in der CDN-Welt und da reizen wir nicht wirklich aus, was wir eben noch bekommen. Auch mit dem Button, was wir hier unten sehen, Inline-Block, No Underline, Rounded, ziemlich cool. Aber fällt euch was auf? Das ist schon saugeil. Seht ihr das da unten? Musste ich extra für meine Pseudoklasse, ja, musste ich hier das mit dem Hover-Pseudoklasse, musste ich eigenen Code schreiben. Und jetzt schaut mal euch das an, wie das bei Tailwind aussieht. Und zwar kannst du hier einfach Hover schreiben, Doppelpunkt und dann, was du haben willst. Ja, ich will ein dunkleres Grün. Und das geht. Und das ist schon saugeil. Ja, und das, obwohl wir noch nicht in dem originalen Tailwind-Komfort sind. Ja, weil über CDN sagt Tailwind selber, geht viel nicht. Ja, Tailwind selbst. So, ach so, eine fertige Seite noch anschauen. Und zwar, ja gut, zum Vergleich halt auch noch, ne? Wie wenn ich jetzt hier ohne Nativ, wenn ich schreibe, meine ich, seht ihr schon, ne? Es ist Inline-Style bläht enorm auf. Ja, ich brauche hier meinen horizontalen Scrollbalken. Und wenn ich jetzt hier bei Tailwind gucke, muss ich nicht jetzt wirklich hier viel scrollen, ja? Ich habe auch noch rangezoomt. Das ist halt dann schon geil, ja? In demselben Komfort entwickeln, aber minimalistischer. Jetzt haben wir aber noch ein paar Hürden. Ja, wobei die eine, die Pseudoklassengeschichte war dabei, ne? Geil. Ja, sogar in der nicht so komfortablen Welt. Aber da haben wir noch ein paar Schmerzen überall, ne? Und das wollen wir uns, dem wollen wir uns jetzt widmen. Auch Code-Wiederholungen, die hier mit dabei sind, sind sehr unattraktiv. Da gucken wir uns das Ganze natürlich nochmal direkt an. Aber, ja, das Wichtige ist ja, so, kommen wir irgendwie in die Dokumentation hier rein. Ja, hier ist auch nochmal der Link für euch. Ist eigentlich exakt so aufgebaut wie bei Bootstrap, ja. Also hier links siehst du die ganzen Kategorien und wenn du dann irgendwo reingehst, ja, dann siehst du auch hier rechts nochmal so die Unterkategorien und die Seite in der Mitte. Also es ist halt wie bei Bootstrap, ne. Warum auch nicht, ja. Es ist das Populärste, das sind die Leute gewohnt und fertig. Und hier erklären sie es auch schön bei Tailwind CSS, ja. Utility first. Traditionelles Custom CSS, ja, wenn du jetzt hier diese Chat-Icon-Box haben willst, oder Notification ist es, dann siehst du halt, hier ist es schön in so einem Pseudo-Bam, also es ist mit irgendeiner Idee hatten sie dahinter, hinter dieser Klassenbenamung hier, ne, und so hat man halt seinen CSS-Code geschrieben, in eigene Klassen schön aufgeteilt, und dann sind da die ganzen Eigenschaften, ja, und da unterscheidet sich halt eben Tailwind, dieselbe Notification mit Tailwind, ja, wo einfach gleich direkt die Eigenschaften als Klassen dazu geschrieben werden. Das ist
Utility first. Okay? Ich finde es fürs Prototyping oder manche Sachen richtig geil. Für größere Projekte sehe ich manche Gefahren. Aber auch da kann man es elegant nutzen, ohne dass später ein Mega-Chaos entsteht. Aber dazu werden wir uns erstmal wirklich Deep Dive nochmal richtig geile Features anschauen, die halt ja echt nochmal richtig, richtig geil die Grenzen sprengen. Und dann können wir nochmal so ein bisschen das Ganze bewerten. Ja? Was schreibt ihr denn in der Zwischenzeit Schönes? Ich muss immer wieder hochscrollen, ihr seid so viel aktiv. So, HTML, korrekte Wahl. So, vorlesen, wissen tue ich es nicht, aber würde vermuten, Screenreader. Übrigens, HTML5 hat eigene Tag-Elemente neu mitgebracht. Ja, wie zum Beispiel das Nav-Element, Aside, Artikel oder sowas, ja. Die sollte man auch konsequent einsetzen und dann haben die Screenreader oft, dann haben die gar keine Probleme, ob es jetzt Button oder A-Tag ist. Aber viele halten sich da gar nicht unbedingt dran. Da kann ich euch eh empfehlen, es gibt auch eine Extension für Visual Studio Code und heißt zum Beispiel HTML Linter. Ja, der achtet drauf, ob ihr konform in HTML5 schreibt, also Dokument schreibt. Kann ich euch nur empfehlen, wenn es um die Diskussion noch ganz kurz geht. Aber die wollte ich eigentlich nicht auch noch mehr entfachen. Grundsätzlich werden auch Styles beachtet, dass so wissen, gut, ich denke, das geht nicht darum. Ich bin nicht tief genug im Thema. Ich überfliege auch nur schnell, wo ich meine, das passt jetzt nicht dazu. Dann haben wir hier Responsible Web App. Hat ein ganz nette Hinweise gerade in Bezug auf Entwickeln für Menschen, die Screenreader und so weiter angewiesen sind. Dann danke für deinen Hinweis, Gonatras. Ich will es auch mal kurz bei mir öffnen, weil ich da natürlich neugierig bin. Oh, jetzt kann ich hier nicht copy und pasten. Oh, wie übel. Ich muss mal auf meinen Streaming-Rechner. Copy pasten. Und. Wow. Leuchtet, Hinweise. Ja gut, ich lese jetzt nicht noch mehr durch. Aber ist doch schön. Finde ich gut, dass du das rausgebracht hast. Wird immer viel zu wenig investiert. So, wie ist Carlos? Was sagst du? Wie sieht der File-Size im Vergleich zu Bootstrap und Tailwind aus? Ja, achso, jetzt zu diesen CDN-Min-Files habe ich keinen Vergleich. Ja, können wir aber gleich natürlich mehr sehen. Ich meine, Bootstrap, du kannst es halt auch modularisieren, ja, dass es halt immer weniger wird. Aber ich denke, das Tooling und so wie es uns Tailwind anbieten wird, hat Bootstrap keine Chance. Das wird schon ziemlich geil gleich. So richtig geil. Ach ja, was haben wir denn noch? Ich arbeite schon eine Weile mit Tailwind. Spoiler, Tailwind hat ein... Ja, nein, dann... Spoiler, dann lese ich nicht weiter. So, was war dann noch? Irgendwie nochmal kostet das was? Kostet Tailwind was? Nein. MIT Lite Lizenz, genau, danke Forrest. Typo Nils, nein, Tailwind ist kostenlos. Geld kann man aber für fertige Vorlagen ausgeben. Oder für Trainings bei mir. Schön. So, schauen wir uns die Tailwind-Karte an, weil die ist natürlich auch noch nicht exakt. Ne? Es ist ja auch mit Standardwerten hier bestückt. Auch Open with Live Server. Also wenn ihr wieder vergleicht, das war das Native, wie ich es eigentlich echt wollte. Ne? Darf man nie vergessen, dass man ja auch oft Designvorgaben hat, ja, von einer Agentur. Und da muss das Pixel genau ja irgendwo immer sich genauso verhalten und aussehen. Ne? Dann ist das natürlich doof. Ne? Machst du hier ein bisschen Bootstrap, denkst dir, na, muss ich wieder ein bisschen rumtricksen. Und so ist es halt auch nochmal mit Tailwind. Aber da geht dafür das. Ah ja, gut, bei dem anderen ja auch, aber mit zusätzlichem Code. Aber, ja, wir nutzen das Ganze ja auch so, wie es gar nicht empfohlen wird. Und zwar, wo haben wir es denn? Getting started, Installationen. Using Tailwind with CDN, ne? Die machen dann ganz viel, ey, und du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und deswegen wollen wir uns doch anschauen, wie können wir denn mit Tailwind starten in richtig, ja, und wollen dann das fertige Beispiel, was ich hier habe, einfach mal in geiler aufräumen, ja. Das ist jetzt was, wo ihr Schritt für Schritt bei euch auch mitmachen könnt. Und zwar, wenn ihr bei euch lokal einfach das anlegen und spielen wollt, blende ich euch kurz ein, ja, wie ihr ein neues Verzeichnis macht und was ihr für Befehle eingeben müsst. Ja, ich mache jetzt hier zum Beispiel Hello Tailwind CSS.
wechselndes Verzeichnis und dann braucht man natürlich erst eine Package-JSON, ja, ist eine Projektdatei für Pakete, die ich über npm installiere. Ja, das machst du mit npm init yes. Und dann sagst du hier eben mit npm install tailwind css-d installierst du das gute Stück, ja. So wird ein neues Projekt angelegt und am Ende könnt ihr das mit Code Leerzeichen Punkt auch in Visual Studio Code öffnen. So. Das heißt, für alle, die frisch eingeschaltet haben, ja, jetzt kann ich ein bisschen kurz wie Pause machen und andere, die mitmachen wollen, können das jetzt machen. Jeden Freitag um 20.30 Uhr gibt es immer hier spannende Themen. Ja, habe ich auch immer wieder einen Gast da, wie letzte Woche Carlos, der ist auch wieder im Chat schön dabei. Der hat uns zum Beispiel was in .NET gezeigt. Heute gibt es wieder schön was aus der Webwelt. Also ich zeige immer irgendwas aus der Webwelt oder aus der .NET-Welt. Und wenn ihr mir hier noch nicht folgt, dann unbedingt folgen. Und wer Lust hat, mich kostenlos hier zu unterstützen, ja, würde ich mich sehr freuen. Ja, das funktioniert so. Ihr habt ein Amazon Prime-Konto, verknüpft es mit Twitch und zack, auf Abonnieren klicken. Und wer kein Prime hat oder mich auch anderweitig unterstützen möchte, einfach machen, ja. Wenn es euch befriedigt, müsst ihr das machen. Ja. Genau, und viele spannende Themen. Also jeder Abend gibt es dann so ein, zwei Wochen später auf meinen YouTube-Kanal und dem bitte auch folgen. Ja, das war, unten steht es ja eigentlich schon. Und eigentlich wollte ich in Ruhe durchdampfen, aber ich dachte, für alle, die später eingeschaltet haben oder hier durchgeswitcht sind, so. Was schreibt ihr denn noch? Ich springe dann mal für Ned Flanders ein. Werbung. Ja, genau. Einfach kurz ein bisschen Luft holen. Ja. So. Ziemlich geil. Der Hero hatte den Tipp mir damals gegeben und als ich das dann ausprobiert habe, habe ich mir auch gedacht, ey, nie wieder ohne, ja. Und zwar PNPM, ja. PNPM, der Hero. Der Hero hat das hier im Chat, der hat mir das mal, oder auf Discord hatten wir drüber gesprochen. Und das sieht dann so aus mit PNPM, ja. Also ich mache es jetzt hier natürlich auch mal. Und zwar mache ich mal ein npm init yes, ja, mach mal auch hier in meinem Projekt rein. Und dann statt npm, ja, muss ich immer ein p davor schreiben, aber das muss man zusätzlich installieren, ja. Also ich glaube, es war so install pnpm global halt, ne. Ich glaube, so hast du es auch installiert und dann kannst du es schon nutzen. Also es baut auf npm auf, aber ist x-mal schneller und arbeitet auch mit System Links, ja, von den ganzen Node-Modulen. PNPM ist immer ein bisschen ungewohnt noch, aber es ist halt wie eine Rakete, ja. Also zum Beispiel hatte ich für ein neues Angular-Projekt, was ja so 300 Megabyte hat, was eine Minute gebraucht hatte, wenn sogar mein Netz ein bisschen belastet war, habe ich mit PNPM in 15 Sekunden gehabt oder sogar unter, ich glaube sogar 10 Sekunden, ja. Also das ist ein Riesenunterschied. Probiert das aus. Geiles Ding. PNPM install. Tailwind CSS und dann hier eben mit D das Ganze installieren. Ich finde auch hier der Prozess von dem Installer schaut viel geiler aus. Installationiert, dann machen wir folgendes. Ein Public-Ordner. Public oder Dist oder wie man es nennen möchte, ja, und da kommt eine Index-HTML-Datei rein. Okay. Den Inhalt gebe ich euch gleich per Pastebin. Dann könnt ihr Copy-Paste das auch übernehmen und rumspielen. Aber ich habe auch noch einen Source-Ordner. Ja, Source.
Und dann mache ich jetzt eine von mir aus Tailwind CSS-Datei dann rein, okay? Und zwar kann ich jetzt hier meinen Tailwind CSS-Code schreiben und dann kann ich, ist da eben ein Transpiler mit drin, kann ich das Ganze hier drüben dann schön nutzen. Und zwar nenne ich das dann Style CSS, die kommt. Ne? Also macht einfach mal so zwei Verzeichnisse. Ich werde hier diese Tailwind-Karte, wobei die nehme ich danach. Ich nehme jetzt einfach mal jungfräulich das als leeres Projekt. Ne? Hier, Hello Tailwind CSS. Und ich verlinke einfach mal link:css. Ja, das ist das Emmet-Feature von Visual Studio Code. Habe ich gleich die Style CSS mit drin, die noch nicht da ist. Ja, die fehlt noch. Was schreibt ihr noch schön? Donnerknalli, Servus! Ja, lang nicht mehr gesehen. Ich wollte bei dir letztens einschalten, ging nicht. Abend abgesagt worden. Was bist du? Bist du für ein Berater? Achso, der Alex. Nee, der ist doch keiner. So, ist PMP schneller, besser als Jan? Ja, auf jeden Fall. Jan ist schon lang weg. NPM hat auch schon seit Jan dann gekommen ist, natürlich extrem aufgeholt. Und deswegen war ich nie auf den Jan-Zug gesprungen, weil ich das genau wusste. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, in dem Moment wussten sie, es geht ehrlicher zu. Boah, weil ich es gerade unten rechts sehe. Walker und Wallaby, wir haben ja heute zwei Lizenzen am Schluss zu verlosen. Ich habe das bis gar nicht gemacht. Scheiße. Oh nein. Ah, das ist jetzt doof, ne? Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, sorry, diese Woche war zu viel los. Da hatte ich keine Zeit zum Streamen. Ja, Donnerknalli. Ach, wie war es? Jeden Mittwoch um 21 Uhr. War das richtig? Ist Donnerknalli immer online? Was für Lizenzen? Wieder Chatbrains? Nein, Quokka und Wallaby. Also ich hätte sogar zwei Stück. Einen für Platz 1 und einen für Platz 2. Genau. Kennst du Tailwind CSS, Donnerknalli? Nutzt du es schon? Gut. Im Prinzip kann ich jetzt aber das Ganze noch nicht nutzen. Genau, ein Tipp, den wir noch brauchen. Ja. Ach ja, das ist jetzt übrigens die Installation, wie ich benutze, die einfachste Variation. Es gibt viele unterschiedliche, ja. Benutzt du Angular, benutzt du React, dann sucht einfach bitte passend dazu die Anleitungen. Du findest überall diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das dann in dein Projekt mit integriert bekommst am besten, ja. Ich nutze das jetzt komplett nackig, kann euch aber jetzt erstmal noch ein paar Visual Studio Code Extensions empfehlen, dass ihr euch installiert, wenn ihr damit durchstarten wollt. Und jetzt spinnt mein PowerPoint. Ich klicke rein und das hängt. Oh. Ja, ich kenne es und nutze es in einem kleinen Hobbyprojekt. Mir gefällt es ganz gut. Mein PowerPoint ist... Ich klicke rein, es bleibt hängen. Noch nie gehabt. Außerdem sagte er das so und baut gleichzeitig eine React-App. Ich kann echt nicht reinklicken. Ach man, dann nicht. Dann mache ich es hier drin. Unter Extensions. Wird gerade alles langsam. Kann es sein. So, und zwar Tailwind IntelliSense, ja, Tailwind CSS IntelliSense. RST, Tailwind Docs, da genau. Tailwind CSS, jetzt reagiert da drüben. Jetzt kann man, wenn ich euch die Links kopieren kann, wäre mir echt lieber. Nee, reagiert nicht. So, Tailwind CSS haben wir. Ich gebe euch gleich die ganzen Links dazu in Chat rein. Tailwind Docs, ja, da kriegst du halt wirklich schön mit den Hover-Effekten Infos oder mehr Infos, was so die Standardwerte sind und was das Ganze betrifft. Und dann gibt es noch den Post-CSS Language Support als Extension, habe ich aber jetzt nicht installiert, weil ich das jetzt so nicht nutze. Ganz viele nutzen eben Tailwind mit Post-CSS, ja, weil das da schon integriert ist. Was kann ich euch noch empfehlen? Habe ich da jetzt schon draufgeklickt, weiß ich nicht mehr. Nee, hatte ich nicht. Und dann den Live-Server halt einfach, ne? Wer so bei sich mitspielt, Rechtsklick auf die Datei macht und das ausführen will, ist ziemlich geil, weil du da einfach nichts irgendwie zusätzlich installieren musst, um einfach mal schnell einen Live-Server zu haben. Das ist das Coole.
Also, Tailwind CSS, damit kriegt ihr wirklich vernünftiges Tooling. Was? Das Tooling mit Tailwind und VS Code ist nicht. Okay, was ist nicht? Nicht gut. Ist nice. Achso, du meinst nice. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Bedeutung. Ich dachte, du wolltest gerade sagen, dass die nicht gut sind. Ich fand es echt gut bisher für das, was ich damit schon gemacht habe. Bam, bam. Dafür beende ich jetzt mal die ganzen anderen Sachen hier. So, was wir jetzt haben, ihr habt die Links alle im Chat zu den Extensions. Und eigentlich kann ich damit schon loslegen. Durch diese Extensions kriege ich jetzt den Support der ganzen Standard-Dinge, ja. Oh Gott, was macht man denn spontan rein? Wenn ich jetzt hier so ein Div reinbarz, ja, dann kann ich zum Beispiel sagen, Class. Ich könnte jetzt Container machen, aber habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Nee, wir machen jetzt was Textbasiertes. Text. Und irgendwie lädt die Extension wohl erst noch. Nein, ich muss transpilieren, dass er es erkennt. Ich muss transpilieren. Dann machen wir das doch. Und zwar gehe ich dazu in die Konsole. Und folgenden Befehl kann man dann machen, ja. Also, ich habe ja jetzt pnpm, ne? Das heißt, ihr müsstet npx machen, das heißt hier x für execute. Und wenn ich jetzt hier pnpx mache, ja, ist es eben auch dieses execute. Und dann haben wir hier zum Beispiel eben die Tailwind CLI, ja. Das heißt, ich rufe Tailwind auf und sage jetzt, ich will was bilden. Und zwar mein Input ist unter Source die Style CSS und es gibt ein Output zu Public und Style CSS. Gut, das ist der simpelste Befehl von dem Ganzen. Natürlich will man dann später nicht immer wieder diesen langen Befehl so eingeben. Ja, das heißt, und es dauert auch gerade lang, merkt ihr das? Der Transpiler braucht etwas. Ich gebe euch dann natürlich auch noch Tipps, wie das alles schneller geht. Oh, er sagt, Source Style gibt's nicht. Hatte ich das Styles genannt wahrscheinlich, ne? Ah, nee, ich hatte es Tailwind genannt. Ich hatte es Tailwind. Tailwind CSS. Hat aber lang gebraucht, um zu sagen, dass das schon hat, nicht hat, ne? Okay. Dieses npm execute brauchst du nicht, wenn du mit npm Scripts arbeitest, ja? Das bedeutet, um nicht jedes Mal diesen Befehl da so mühevoll eintippen zu müssen, kannst du hier bei dieser Package JSON gibt es einen Skriptbereich und da kannst du ein Schlüsselwort hinterlegen. Ich sage jetzt zum Beispiel dev, ja, und da kann ich jetzt meinen Befehl einbringen und du findest ganz oft im Internet und viele machen das, dass die ihren npx-Befehl da mit reinbringen, ja. Dabei ist der da überhaupt nicht notwendig, ja, weil npx automatisch aktiv ist bei npm-Skripts, ne, so als kleiner Tipp. Für die, die das vielleicht sogar auch schon so gemacht haben. Und jetzt kann ich halt diesen Command, ja, ich kann zum Beispiel sagen npm run und oh, was habe ich nochmal alles für Möglichkeiten? Ich habe es voll vergessen. Ja, mit npm run, ach, okay, ich kann den dev-Befehl machen und dann passiert Folgendes. Ja, dann machst du npm run dev. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Visual Studio Code hat natürlich dann auch im Tooling drin, dass du hier, eigentlich sieht man das hier, steht dann npm-Skript. Wahrscheinlich hat er noch nicht gecheckt, dass ich jetzt ein npm-Skript habe. Oder ich verpeil's gerade nur. Nein, da war es auch nicht. Ein Rechtsklick drauf. Run Code. I don't know. Ich glaube, Code hat es nur noch nicht gecheckt. Eigentlich gibt es hier so ein npm-Window und dann kannst du das von dort aus auch starten. Okay, so, was ist passiert? Schauen wir mal in den Public, seht ihr das? Jetzt ist da unsere Style-CSS da in dem Public-Ordner und schaut nicht so aus, wie ich sie wollte. Warum schaut die nicht so aus, wie ich sie wollte? Ach so, weil in der Tailwind-CSS nichts drin war, genau. Ha, ich muss Tailwind erst einbinden, ja? Und zwar gibt es dazu Standardbefehle. Das sind so drei Zeilen Code, die ich mir selber jetzt mal schnell rauskopieren muss. Zack, und Utilities. Ja, das braucht der Transpiler, dass er weiß, okay, er tut halt eben
die ganzen Basisklassen rein, die Komponentenklassen, die er da hat und die Utility-Klassen, dass er die jetzt hier alle dann reinrendern soll. Also nochmal das gute Spielchen, ja. NPM Rundev. Was schreibt ihr denn Schönes? LOL, schön verschrieben. Ah, sorry, ein bisschen lost die Woche. Zu viel nebenher gemacht und zu wenig Schlaf. Transpirieren auch, weil auch halt über die Eingabe von VS Code. Ja, richtig, Command Line hätte ich es auch machen können. Ja, wie lautet der Befehl nochmal für das Installieren von Tailwind? Einfach npm install tailwind css. Und dann... Ach, das lässt du jetzt wieder machen. Ich mods gerade meinen PowerPoint. Da ist er, ne? Und wie schon gesagt, ich kann jeden npm empfehlen. Ziemlich geil. So, er ist jetzt hier durch. Schauen wir uns das Ganze mal im Explorer an, weil wir da die Dateigröße sehen. Und zwar haben wir jetzt da wieder unsere Style CSS, aber... Uha! Ah, 4 Megabyte. Ja, knallhart 4 Megabyte. Das werden wir aber dann noch verbessern, keine Sorge. Aber jetzt ist halt in dieser Style CSS ja auch nicht minifiziert. Es ist halt alles drin, sogar schön dokumentiert und so weiter. Ne? Und dann kannst du halt natürlich jetzt hier zum Beispiel loslegen, dass du halt dann sagst, Class. Text. Schauen wir mal, ob die Extension jetzt schon mal aktiv ist. Jetzt, ja, oh Gott, was will ich denn für eine Textgröße und welche Farbe? Ich will Textgröße 6XL, Text Blue und zwar in der Stärke 400 und machen Hallo Welt rein. Ja, also ich kann auch nicht ein Wunderdesign aus der Hand zaubern. Ich bin da sehr unkreativ. Und jetzt kann ich hier rechtsklick, Open with Live Server anklicken und tada! Ja, hat er jetzt in der Farbe blau und in dieser Größe, wie ich es ausgewählt habe, sehen wir den ganzen Text. Und wie wir gesehen haben, kriege ich per IntelliSense, Autovervollständigung, einen super Support. Sogar wenn du eigentlich mit dem Mauszeiger drüber gehst, und jetzt gibt mir wieder nicht irgendwelche Vorführeffekte, zeigt er eigentlich auch dahinter an, was er eigentlich für einen CSS-Code reinklatscht. Und jetzt hat es wieder nicht geklappt. Was ist denn los hier? Steuerung leer. Nee, ich wollte nicht eigentlich die. Kommt noch. Ich denke, der muss wach werden. Aber ich wollte ja hier weitermachen. Ne? Ich wollte diese Karte hier. Zack, das kopiere ich jetzt hier raus. Bring's hier rein. Und zwar haben wir ja gehört, der Weg ist bekloppt, ja, CDN, das ist immer sehr stark eingeschränkt, weil mit diesem Transpiler, den wir jetzt hier hinterlegt haben, haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten, ja. Deswegen vergreife ich jetzt hier wieder auf die Styles zu und ich hoffe, dass jetzt diese Extension das dann auch automatisch kapiert. Jingle Bam Bam, stimmt, ne? Wo waren denn hier nochmal die ganzen... So. Yeah. Aber ich glaube, das folgt mir nicht, ne? So, und dann sehen wir im Browser, tada, jetzt die noch nicht so wahnsinnig tolle Variation. So, was wollte ich jetzt zeigen? Beispiel diesen Tailwind zeigen, Tailwind Core Concept vorstellen, habe ich gemacht. Ach so, wir haben natürlich hier mehr Möglichkeiten als hier mit den Bootstrap Utilities. Gehen wir nochmal hier zurück. Also hier seht ihr ja die ganzen Möglichkeiten, ja, was Layouting schon betrifft. Display, ja, Display None, Inline-Block. Wenn du nicht weißt, wie würde die CSS-Klasse dazu lauten, klick da rein und du siehst, ah ja, Block macht Display-Block, ja. Und das ist halt, was du am Anfang wahnsinnig oft trotzdem machen wirst, bis du da reinkommst, dass du dir die Namings merkst, aber für die häufigsten Dinge, da kommst du rein, ja. Und für die Position, Clear, Overflow, Visibility, Z-Index, dann alles, was Flex betrifft, alles, was Grid betrifft, alles, was das allgemeine Spacing angeht, mit Padding Margin, Sizing, Typography, ne? Also das ist Backgrounds. Ach Gott, wie mache ich einen Background Color? Dann gehst du hier rein, ah ja, Background Black und so, ne? Und hier kriegst du das halt alles in dieser Dokumentation schön aufgelistet. Es hat aber auch nochmal was ganz Besonderes. Und zwar, wenn wir nochmal zu den Core-Konzepten hochgehen, haben wir unten drunter direkt das Responsive Design. Und jetzt kommt echt ein Highlight, auch gegenüber Bootstrap, finde ich, ja. Weil Bootstrap, ja, kannst du natürlich schon sagen, auf unterschiedlichen Device-Größen, so wie wir es jetzt hier auch sehen,
soll sich das globale Layout irgendwo speziell anders verhalten und dargestellt werden. Aber hier kannst du halt wirklich explizit auf bestimmte Eigenschaften darauf anspringen, ja, dass sich das anders verhalten soll. Ja, sagen wir, auf dem Smartphone soll der Text rot sein und auf dem Desktop blau. Als Beispiel, ja, es gibt natürlich so viele andere Eigenschaften, wo es wahnsinnig viel Sinn macht, dass es tatsächlich so ist. Und wie trifft man das an? Ja, so wie wir das mit den Pseudoklassen dann auch gesehen haben, ja. Hier sieht man zum Beispiel eine Weite von 32 bei Medium Device und bei Large soll es 48 sein, ne? Das ist hier ein Bild. Boah, probieren wir es mal spontan aus. So, jetzt habe ich mein Hello World raus, ne? Natürlich blöd, weil für meine Karte habe ich keine Idee. Wobei wir könnten vielleicht, was machen wir? Place Content Center, mach mal bei Medium Device oder sowas, okay? MD Doppelpunkt. Das heißt, dann ist es erstmal nicht Center. Schauen wir mal rein. Also jetzt ist es Center. Okay, mach mal den Bildschirm ein bisschen kleiner. Naja, schaut immer noch so Center aus. Grobes Beispiel, oder? Ah nein, ich habe natürlich noch nicht transpiliert. Ne? Das ist natürlich blöd. Wir müssten das neu transpilieren, dass er das dann da auch mit unterstützt. Quatsch, warte mal. Eigentlich muss ich das nicht transpilieren. Sorry. So, kann Tailwind auf User-Präferenz zum Beispiel Dark Mode eingehen? Ja, das kommt noch. Ja, wir werden Dark Mode gleich entdecken. Ich muss mir nur gerade überlegen, das hatte ich nämlich jetzt einfach mal spontan mir gedacht, dass ich es reinbringe und MD Place Content Center sollte eigentlich ausreichen, was jetzt hier die Mitte angeht, aber mach mal was anderes. Machen wir, genau, Text SM. Ich mache jetzt einfach mal voll den Blödsinn. Und zwar sage ich, bei Medium Device ist es, soll der Text verdammt riesig sein. Also ist jetzt voll übertrieben, nur damit wir halt sehen, ja, ey, ich habe sonst diese Standardeigenschaft von meinem Text, aber ab einem Medium Device wird es richtig kräftig. Okay, aktualisieren. Schauen wir mal, ob ich schon wieder ein Upsala Vorführeffekt habe. Jetzt, so, Medium Device und, seht ihr, kleinerer Bildschirm, wird die Standardgröße hergenommen und ab Medium Device Größe fetzt der Text. Ich weiß, sehr kreativ, euch mit dem schönsten Beispiel das zu zeigen, aber verzeiht mir, ich denke, es reicht aus, dass ihr einfach gesehen habt. Oder hier, Font Bold, ja, mach mal sowas mit Bootstrap, ja. Ab Medium Device soll die Schrift erst fett sein, ja. Ist doch auch geil. Warte mal, hat er aktualisiert, so. Seht ihr jetzt, ist das erste Lorem nicht mehr dick, ja? Und das ist schon geil. Ja, also das ist bei Bootstrap jetzt nicht so möglich. Bei Bootstrap kannst du nur sagen, bei einer bestimmten Bildschirmbreite oder irgendwas kannst du was verschwinden oder anzeigen lassen. Das machst du übrigens auch mit den Utilities jetzt, ne? Die arbeiten auch damit. Also, wie oft transpiliert man pro Tag? Jetzt gerade haben wir gar nicht mehr transpilieren müssen. Ich habe nur gedacht, ich muss. Ned Flanders, ja, na Abend, ja, Mobile First, so, du bist jetzt erst dazugekommen, aber ich glaube, du arbeitest auch schon mit Tailwind, gell? So, genau, aber nur mit CDN das Tailwind-Projekt anlegen. Ich gucke nur gerade auf meine Agenda, damit ich nichts vergesse, was ich euch zeigen wollte, die CLI einbinden und so weiter. Ich glaube, da machen wir das Ganze noch fertig, was die CLI angeht. Weil wir haben natürlich jetzt hier noch die Möglichkeit, weil wir es gleich auch brauchen werden, dass ich nicht jedes Mal das natürlich anstoßen muss, will ich natürlich, dass das auch in einer Art Watch-Mode läuft. Das heißt, ich sage jetzt hier Dev Watch, ja, ist mein Schlüssel. Und dann will ich den folgenden Befehl, eigentlich exakt denselben, ja, nur mit einem weiteren Parameter. Und der Parameter lautet eben Watch oder nur Bindestrich W und dann läuft der Transpiler dauerhaft und den brauchen wir jetzt. Ja, npm run dev watch. Du musst nicht neu transpilieren, weil du komplett Tailwind in deinen Styles drin hast. Ja, ich sage, er war nur vorhin, ich hätte
Ich war irritiert. So, okay, jetzt läuft er in einem Watch-Mode. Okay, jetzt transpiliert er also eigentlich immer, wenn ich irgendwo was speichere, ne, in meinen Dateien. Kann man noch mehr optimieren und geiler machen, werden wir später noch entdecken. So, jetzt muss ich kurz schauen, und zwar optimieren mit eigenen Klassen. Genau, darum geht's jetzt. Ja, jetzt wollen wir das hier mal ein bisschen geiler kriegen. Und zwar, was halt bescheuert ist, ist das hier. Na, das wiederholt sich immer wieder. P1, MR2, rounded und was. Ja, das ist bescheuert. Ja, Code-Wiederholungen. Oder diesen Button haben wir einmal hier schön entworfen und das wollen wir doch immer wieder dann so benutzen können. Und da ist jetzt eben hier diese Möglichkeit da, ja, dass ich jetzt wunderbar zum Beispiel sagen kann, was haben wir hier, das nennen wir, das ist ein Tag. Ja, diese Dinger sind hier Tags. Und jetzt kannst du Folgendes machen. Ich kopiere exakt diese Klasse, diese Klassendeklaration und kann mit add apply, apply, füge ich diese Klassendeklaration ein und fertig. Und jetzt habe ich mir daraus eine eigene Klasse gemacht mit genau diesen Eigenschaften. Aber ich kann natürlich, ja, es ist eine CSS-Klasse, ne? Ich kann natürlich hier auch exakt die gleiche Farbe rausnehmen, hier einbringen und jetzt kann ich das alles ersetzen. Ne? Mach mal hier da, 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 da. Ne? Und dann ist das alles ein Tag. So, fertig. Dann machen wir noch einen Button unten. Ne? Zack, raus damit. Und auch mit, das ist halt auch geil. Ne? Also ich mache jetzt hier Button. Und das Geile ist halt jetzt auch, wir haben ja diesen Pseudoklassen-Selektor hier drin für diesen Button. Ne? Das ist vollkommen wurscht. Das wird hier voll so mit diesem Apply mit unterstützt. Und das ist schon geil. Das ist schon geil, ne? Also einfach hier reinbarzen, fertig. Ja, schauen wir mal, wie es aussieht. warte mal. Oh, jetzt gab es den Reload, ne? Der hat natürlich noch ein bisschen gebraucht. Der Button ist nicht mehr sichtbar. Vielleicht ist er immer noch am Transpilieren. Genau, und das ist jetzt, ja, ist noch echt von der Performance her katastrophal. Ich werde euch auch gleich zeigen, wie man das schöner hinkriegt. Was hast du mit dem Button? Warum klappt es nicht? Warum? I don't know. Jetzt, er hat gebraucht, ne? Und das ist das. Er ist zwar in Watch-Mode, aber der Transpiler ist nicht besonders gerade so sexy, aber die arbeiten dran und haben halt ein super Feature, was zwar noch in Preview, ist es noch in Preview? Ist in Preview, ja, aber ich habe bisher keine Probleme gehabt. Das Geile ist, damit geht das Bilden 100-mal schneller. Ja, die sagen hier mit Lichtgeschwindigkeit können wir es schneller bilden lassen. Und wir können noch viel geilere Features nutzen, ja. Aber wie kann ich das aktivieren? Ich kann das zum Beispiel aktivieren dann durch eine Konfiguration, ja, aber eine Sache schon mal, ne? Also ich meine, da schon mal Applaus, oder? Das ist doch geil hier. Es ist voll. Wow! Amazing! Dass wir so eine eigene Klasse machen können und diese Dinge hier so übernehmen können. Oder wir bringen den CSS-Code oder vermischen das auch. Und geil, ne? Und es ging ja auch, man könnte es auch mit SAS dann so verknüpfen, ja? Und das ist für mich dann später auch attraktiver, wenn ich wirklich mehr eine Struktur drin haben will. Wobei, wie schon gesagt, die Tailwind-Community nicht, denen ist das wurscht. Font Bold, ja, könnte man auch noch sagen. Das kannst du dann aktiv reinbringen, weil die Hintergrundfarbe und das Bold wäre nochmal ein eigener Punkt. Das mache ich noch rein und dann schauen wir uns die nächsten Features an mit diesem Just-in-Time, ja, was die da richtig Geiles haben, ne? So, das ist ein aktiver Tag. Und da bringen wir diese Hintergrundfarbe rein. Dann Font Bold, ja, wobei das jetzt eigentlich eher ein Witz ist. Aber gut, wir machen halt, also ich könnte jetzt auch von White Bold selber schreiben, aber egal. Ne? Dann Tag, Active und das Style entfernen. So, jetzt hat man das schon mal ein bisschen aufgeräumt. Was ich trotzdem normal machen würde, weil diese Klassendeklaration bei HTML und Body finde ich einfach Iggy Feuerbär. Ne? Das würde ich auch noch mal optimieren wollen. Nochmal HTML und Body. Und zwar
Einheit 100 VH Margin 0. So. Und dann hatten wir die Hintergrundfarbe per Standard, ne? Das heißt, das kann ich jetzt hier entfernen. Ich glaube, das werden so die Hardcore Tailwind-User auch so machen, oder? Ihr macht HTML und Body, macht ihr doch auch einmal so diese fertige Tag-Selektoren rein und fertig, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. So, und dann haben wir noch zwei Parts, ja? Hintergrundfarbe und Font-Family. Die bringe ich nämlich da auch rein. Und dann seht ihr schon, jetzt wird es ein bisschen aufgeräumter, ne? Und danach wollen wir selbst das hier nochmal geiler machen. Es geht noch, es kommt noch, es kommt noch. Bitte, habt Geduld, habt Geduld. So. Okay, das ist jetzt schon mal minimalistischer, ne? Okay, jetzt müssen wir nur mal schauen, dass er es auch gerafft hat mit dem Transpilieren. Er sagt done. Schauen wir mal rein, ob er auch so done ist. Die Hintergrundfarbe passt noch nicht. Er ist noch. Jetzt hat er's. Sehr schön. Was sagt denn ihr Schönes? Erlauben. Du musst nicht. Danke, Automode. Bla bla bla. Ja, ich habe schon alles rein. Ach, gibt doch bestimmt ein Watchmode. Haben wir doch schon rein. Genau. Bei klassischen SCSS wäre Add Extend, oder? Richtig. Wo ist der Unterschied? Außer dass Tailwind es gegebenenfalls für Tree Shaking auswertet. Du hast es beantwortet. Es ist fürs Tree Shaking auch mit dabei. Das ist schon geil, ne? Also, du hast deine Frage selbst beantwortet. Das sind die liebsten Fragen, ne? Gut, aber jetzt will ich eben hier Just in Time, aber wir brauchen dazu am besten eine Config. Wie kriege ich die? Natürlich ganz easy. Wir machen einmal PNPX Tailwind. War das jetzt aber mit CSS? Ich sag's, ich vergesse immer schon das, was ich vor ein paar Sekunden. Ne, das war schon. Es war alles richtig. Init. Yay! Er hat uns eine Tailwind-Config.js aufgebaut. Und die liegt hier im Root. Und wird eigentlich auch per Standard von der CLI erkannt. Ja. Und ja, ist eine JS-Datei, ja. Module Exports. Also wir geben einfach schönes JavaScript-Objekt zurück. Und ist aus folgenden Bausteinen aufgebaut, aus Purge. Das heißt, hier können wir Dateien angeben, die mit Tailwind was zu tun haben und wo er durchscannen kann. Zum Beispiel unsere Index.html. Dass er auch wirklich schaut, was nutzen wir von Tailwind überhaupt, und alles andere fliegt dann raus, ja, dass es eben keine 3 Megabyte mehr am Ende sind. Und das ist ziemlich geil, ja. Da kann man ja schon mal was optimieren. Kannst auch da mit Sternchen arbeiten oder sowas, ne? Das ist alles möglich. Ich schreibe es jetzt mal hardcodiert rein mit Index.html, ja, und es ist ein Array, kannst Komma getrennt mehrere Daten mitgeben. Oder Stern.html. Ja, das geht hier auch. Ja, Stern.html und Sternchen. Also, geht genauso. Okay? Da sieht man schon, Dark Mode, ja, wird mit supported. Schauen wir uns aber in Ruhe später an. Hier auch in geil, ja, kannst du also die bestehenden Dinge halt super easy erweitern. Ja, ist aber ein Aspekt, den schauen wir uns gleich anschließend an, wenn ich das hier eingerichtet habe. Und zwar kannst du jetzt hier mit Mode Just in Time aktivieren und jetzt wird das Ganze schneller vorangehen. Jetzt ist dieses Tree Shaking auch automatisch mit aktiv und eben noch ein paar weitere echt geile Features. Ja. So, dann starte ich doch den Watcher mal wieder. Und zwar mit npm run dev watch. Und wir können uns dann auch mal die Dateigröße nochmal anschauen. Da gehe ich nochmal ins Verzeichnis. Hier warnen sie natürlich nochmal, ne, dass das eine Preview ist. So, und zwar haben wir hier die Style CSS und wow! 13 KB! Ja, also geht schon deutlich schlanker, ne, wie man sieht. Was? Ihr feiert es nicht?
es geht noch kleiner, es geht noch kleiner. Aber da schauen wir uns dann ein Production-Bild noch an, ja. So, ein Production-Bild. Aber das kommt am Schluss. Habt Geduld. So, dann, was wollen wir machen? Genau, dann wollen wir noch was verschönern. Jetzt können wir auch noch verschönern. Und zwar eine Sache, die mir gar nicht gefallen hat, muss ich euch echt sagen, ist das da. Bam. Ach, jetzt zeigt das an. Seht ihr das? Wie geil. Vorhin hat es nicht gleich geklappt. Ja, die Extension vielleicht nicht gleich aktiv geworden. Aber ich gehe mit dem Mauszeiger eben über diese Klassengeschichte und der zeigt halt an, was er erzeugen würde. Ne? W-Full wäre with 100%. Ja, siehst du halt hier super schnell. Das ist schon cool. Ja, List None war, ach, List Style Type None. Gut, dass es nochmal da stand. Ja. Achso, wie schaut es bei Tag und so aus? Ja, da versagt er dann, ne? Ist klar, ist unser Custom-Zeug. So, aber das gefällt mir nicht, weil hier seht ihr schon, die Höhe ist hier auf 96 Pixel, ja. Als Beispiel, was rauskommen würde. Ich wollte aber exakt 100. Aber es gibt's nicht, ja. W24. Und wenn ich aber 25 mache, schaut euch das mal an. Ja, dann bin ich schon wieder über dem Ziel herausgeschossen. Hey, was für ein Würfeleffekt. Die ganze Zeit hat das so geil funktioniert. Oder beim Schreiben. Das ist. Naja, das sieht man es ja auch. Na, nein, sieht man es nicht. Also irgendeine Extension ist gerade nicht so aktiv, aber ich starte sie nicht neu, weil so viele Leute drauf geschalten sind. Doch, da. Naja, sieht man es nicht. Glaubt mir, es ist nicht 100 Pixel, es ist deutlich mehr. Und das ist, was mich stört. Ich will exakt 100 Pixel. Was mache ich jetzt? Ja, das ist die blöde Geschichte dieser fixen Vorgaben. Und naja, ja, klar. Ne? Kannst jetzt hier irgendwie sagen, ach, du erweiterst hier irgendwie auf Layer, glaube ich, hieß das immer. Und dann könnte ich hier auf Components-Ebene verschachtelt sagen, ich will Höhe 100 Pixel oder irgendwas, ja, so könnte ich mir meine eigene CSS-Klasse irgendwie reinbringen, wobei ich glaube, ich müsste noch nicht mal auf Components-Ebene bringen, das wäre nur, wenn ich das Vorhandene und überschreiben würde wollen, genau. Ne, also ich könnte mir hier halt einfach eine eigene Klasse bauen, die halt dann H100 Pixel heißt, ja, und dann könnte ich mir da halt eben Höhe 100 Pixel reinschreiben. Das geht dann, ne, wissen wir ja jetzt schon. Könnte ich so nutzen. Aber wenn ich jetzt eben später eben mit diesen ganzen Responsive-Features arbeiten möchte und so weiter, muss ich eben aus diesen bestehenden Bausteinen hier oben eben wirklich mehrfach dieselbe Klasse dann einbringen und sagen, wie sich da verhalten soll. Und damit habe ich dann doch keinen Code gespart. Und das ist halt echt unsexy. Ja, deswegen ist die Variante dann für sowas nicht zu empfehlen, wenn du alles andere auch schön supported haben möchtest. Und da kommen wir dann schon hier zu dem Aspekt, dass ich zum Beispiel sagen kann, bei Theme Extend. Und was möchte ich erweitern? Ich möchte deine ganzen Height-Eigenschaften erweitern. Und zwar mit folgenden Key 100 Pixel und der Value, der bei CSS später reinkommen soll, unter der Eigenschaft Höhe, sind eben die 100 Pixel. Was ich jetzt machen kann, und das ist halt ziemlich geil, jetzt kann ich hier reingehen und habe H 100 Pixel. Ja, weil ich erweitere ja deren Standard H, also Height. Und voll geil, seht ihr das? Sogar das IntelliSense zeigt es gerade mit schön an. Saugeil. Und jetzt kriege ich das schon echt näher, wie ich es eigentlich wirklich haben wollte. Es dauert noch. Ja, Just in Time geht schneller, aber es flackert mehr. Er braucht noch. Ja, mein Autosave bräuchte ein längeres Delay, oder? Ja. Dauert wohl ein bisschen. Yay, er hat's. Yay. So, er hat's. Schön.
Cool, oder? Also so kannst du irgendwie die Standarddinge auch erweitern. Dieses Flackern macht mich wahnsinnig. Welches Flackern? Was flackert denn bei dir? Ach so, jetzt habe ich. Ja, einfach. Das Flackern, das neu. Ja, passt. Ja, ich müsste den Delay wahrscheinlich hochziehen. I don't know. Aber will das jetzt doch nicht mehr. Nein, es geht noch anders. Ja, ich gebe noch eine andere Alternative. Wobei ich kann es drin stehen lassen, das ist vollkommen wurscht. Sondern das ist ein Feature, das funktioniert jetzt mit diesem Just-in-Time-Compiler. Und zwar kannst du das mit eckigen Klammern manuell reinschreiben, was als Value da reinkommen soll. Und das ist schon geil. Wisst ihr warum? Weil jetzt kann ich damit auch noch Folgendes machen. Seht ihr das noch mit dieser Hintergrundfarbe? Jetzt kann ich nämlich hier noch sagen, BG Color, eckige Klammer auf, und dann gebe ich hier meine Farbe rein. Und ich glaube, den einen Bindestrich muss ich rausmachen. Aber ich korrigiere das gleich. So, ja, weil dann kann ich das nämlich rausmachen. Und ich kann nochmal bei meinem fertigen Beispiel abschauen. Genau, BG, es war nur BG, ohne Color. BG-Bindestrich. Tada. Ne? Und ohne String Anführungszeichen. Ja, also total geil, weil meine fixen Farben gibt's nicht. Ich könnte die auch überschreiben. Du kannst alles überschreiben und verändern, ja, über die Config auch. Und das haben wir jetzt hier, diesen einen Tag Background, die brauchen wir doch da schon lange nicht mehr. Das haben wir doch schon draußen. Und das kannst du jetzt da auch machen. Das ist, finde ich, auch so geil. Ja, hier zum Beispiel Background Color, ja. Hier auch wieder, Background Color. Naja, machst du halt hier dasselbe, ne? BG, Klammern auf, klatsche das rein. Fertig. Tada. Ja, funktioniert auch. Was haben wir noch? Hier unten war es ja noch, ne? Kannst du auch raus. BG. Rein damit. Ne? Ging ja auch noch so. Da oben auch nochmal. Naja, gut. BG. E. Ich schreibe es echt ab, ne? So. Ach so. Ich glaube, da brauche ich aber mein Apply, ne? So. Add. Apply. So. Da könnt ihr eigentlich die anderen Sachen auch noch reinbringen. Okay? Das ist doch schon geil, oder? So. Das heißt, da haben wir eigentlich schon echt. Das ist schon richtig sexy, ja? Wenn ich mal wieder dran denke. Was hat denn der bei dem Diff jetzt für ein Problem? Habe ich irgendwas gelöscht? Mir sind schon die Farben abgefahren, komisch aus. Tatsächlich. Ich habe ein Diff rausgelöscht. Ach. Jetzt. Okay. Ja, da fehlt noch ein. Ja. 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 Und ich hätte es kürzer schreiben können. Habt ihr recht? So. Bei Next.js geht das viel schneller. Also er macht das direkt. Guter Hinweis. Danke, Ned Flanders. Donnerklali, habe ein Projekt mit Tailwind von mir kürzlich auf ES-Build umgestellt. Rebuild um die 20 Millisekunden. Also, es ist doch schon positiv. Ihr hört schon raus. Geht schon noch schneller und besser. Ich meine, ich nutze das ja jetzt auch als wie ein Playground. Ja, ich meine, ob du jetzt React, Nest.js, irgendwas anderes hernimmst, musst du es ja eh alles nochmal ein bisschen anders da integrieren. Cool. Wird ein Code. Kürzer Code, ja, läuft. Ich gucke gerade, was wir noch sehen wollen. Die Schriftart. Du kannst auch eigene Schriftarten hinzufügen. Ne? Wir haben ja jetzt hier Font Family so drinnen. Ne? Und ich will das jetzt irgendwie Tailwind erweitern, dass der das auch kann. Und der hat ja auch fertige Font-Families, aber nicht meine so deklariert, wie ich es drin habe. Deswegen können wir auch die Font-Family Font Bindestrich eigentlich, ja, geht jetzt hier in die Family. Ach, da war es doch. Family erweitern. Und zwar, wie soll meine Schriftart lauten? Naja, ich kopiere mal ganz kurz, wie die da, welche ich haben wollte. So. Ist der Value-Wert, wenn ihr euch noch erinnert, ne? Und den Namen nehme ich jetzt hier auch Nonito oder irgendwas, ne?
Und jetzt kann ich halt ganz einfach diese Zeile Code entfernen. Und dann kann ich ganz einfach Font Bindestrich Nonito oder wie das nochmal hieß, reinbringen. So, die ganzen Extensions spinnen, wenn du in die Config reingehst und so. Ne? Das mögen die gerade gar nicht. Auch Code aktualisiert hier 100-mal die Background Color. Ah ja, die wahrscheinlich eben über die Extensions kommen. Geil, oder? So, so habe ich meine eigene Font rein. Auch Mauszeiger drüber zeigt es mir auch genau an. Herrlich. Genau so brauche ich das. Schön. Ja, also. So kannst du eigene Schriftdaten reinbringen, eigene Eigenschaften erweitern mit eigenen Namen und hast halt den Support auch für Responsive und was man halt vielleicht noch haben möchte. Was Speed angeht und Tailwind mit dem Just-in-Time-Mode. Okay, heißt, da kommt gleich eine heiße Info. Nee, hab ich doch geschrieben. Ach so, okay. 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 Ja, es ist, ich erzähl was, mach was und dann kommt was im Chat und dann ist ich da rein. Ja. So. Von Family, was haben wir denn noch Schönes? Dark Mode könnten wir noch reinbringen, oder? Ist nämlich auch ziemlich cool gemacht. Du kannst Dark Mode, hier, haben wir es schon gelesen, Zeile 6, ne? Ist per Standard ausgeschaltet. Und dann kannst du natürlich Media machen, ne? Weil du kannst ja über Media Queries ermitteln, was hat denn der auf sein System, ne, eingestellt, Dark oder nicht, ja, deswegen... Du kannst es über Media Queries ermitteln. Oder du sagst, ey, der Browser soll nicht automatisch ermitteln, was der Benutzer eingestellt hat auf seinem System und wie er es haben möchte, sondern wir möchten das über eine Klasse bestimmen, zum Beispiel. Ja, also wir wollen das dynamisch über eine Klasse bestimmen, ob wir das Ganze in Dark haben wollen oder nicht. Ja, und das geht jetzt auch ganz simpel. Du kannst jetzt natürlich hier reingehen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, was habe ich mir überhaupt einfallen lassen? Machen wir hier mal Div Background White. Ja, genau, der Hintergrund soll weiß sein von unserer Box. Aber, oder hier oben auch, ne? Oder hier, ne? Ne, das wollte ich nicht ändern. Zwar, hier können wir schon ansetzen. Hier haben wir doch schon ein Background. Und ich sage aber, Dark Doppelpunkt, ja, das nutzen wir wie so ein Pseudoklasse. Und da kann ich sagen, halbfachs danke fürs Folgen. Das ist der Erste, der mir heute auf Folgen geklickt hat. Dark BG Black. Okay. Dann meine Tags. Da mache ich jetzt zum Beispiel ein Tag sollte bei Dark BG-Bindestrich. Oh Gott, jetzt muss das natürlich alles irgendwie reinpassen. Muss man das heller stellen, dunkler stellen. Irgendwie so. Und bei Active müsste man dann noch dunkler gehen. Irgendwie sowas. Ja, bei den Active müssen wir noch dunkler unser Tag anzeigen lassen bei Active. So, bisschen dunkel, ja, dass er wie aktiv aussieht. So, die Farbe fehlt mir noch, ne? Dass es dann eigentlich weiß ist. Oder was hat denn der für Standardschrift? Ach, kann man gleich verbessern. Na, aber das ist das Geile. Du kannst genau sagen, wenn Dark Mode aktiv ist, hast du plötzlich Hintergrundfarbe schwarz, ja? Das überschreibt dann die andere Hintergrundfarbe. Auch hier, also das ist halt ziemlich cool gelöst. Gehe ich hier nochmal in die Index.html. Ja, da ist eben der Hintergrund noch weiß. Das wird dann wieder Alex seine Augen wegbrennen. Und deswegen machen wir doch hier zusätzlich ein Dark BG Gray 500. Ja, genau, und da kommt's, ja.
Weil das ist für den gesamten Body von unserem Element hier, von unserer Card. Ja, bei Dark will ich nämlich auch noch das Text gleich white. So, ja, das sollte jetzt ausreichen. Ja, dann machen wir mal Looky Looky und, naja, schaut nicht so darkmäßig aus. Im Prinzip ist das ja auch nicht verkehrt, weil ihr seht, es funktioniert per Standard dann einfach noch wie vorher auch, ne? Und jetzt kannst du halt hier hochgehen und über die HTML-Tag zum Beispiel die Klasse deklarieren mit Dark. Dann ist jetzt der Dark Mode aktiv. Ist das nicht cool? Yeah. Ja. So. Das ist doch. Okay. Ach ja. So. Feier's auch immer so. Auch Alex ist mit dabei. Wie schön, dass du immer an mich denkst. Oh. Ja, die letzte Zeit doch nicht. Da habe ich doch nicht so geschrieben und alles. Es tut mir so leid. Gib noch was. Ich will den Button nicht haben beim Dark Mode. Der hat da nichts zu suchen. Ja, den schließe ich aus. Dann kannst du auch sowas machen wie Dark Hidden. Oh, ich habe auf Englisch umgestellt. Jetzt da. Hidden. Ja, beim Dark Mode hau bitte ab, lieber Button. Und was glaubt ihr, was wir jetzt sehen, wenn wir rüberschauen? Den Button. Nee, der ist weg. Jetzt ist er weg. Er ist weg. Und Dark entferne ich. Und ich meine, das muss man jetzt nicht zusätzlich irgendwie viel erklären. Ne? Ich denke mal, ihr alle wisst, man kann halt wunderbar geil in JavaScript dynamisch dann von diesem HTML-Tag die Klasse hinzufügen, entfernen. Ja, also das werden wir jetzt nicht programmieren. Und tada! Der Dark Mode ist aus. Ne? Also das bauen wir jetzt nicht rein, hier diese interaktive Logik, aber ich denke, ihr seht es schon, wenn ich jetzt natürlich Media eingestellt hätte, dann ist das halt vollautomatisch, ohne dass ich da den Einfluss nehmen kann. So, kurz Hemd bügeln. Nochmal Jingle, wow, bitte. Ui, Fans, statt alle Elemente einzeln mit Dark zu kennzeichnen, wäre es nicht besser, ein ganzes Team in Abhängigkeiten davon zu laden? Naja, aber was willst du denn wirklich sonst viel ändern? Es ist oft Hintergrund und den Text. Und ich glaube, das ist auch was beim Dark Mode per Standard auch nur supported wird. Und für alles andere musst du dann was erweitern. Da muss ich jetzt nochmal selber reinluren. Und zwar haben die das hier dazu geschrieben. Und zwar stand das irgendwo mal. Genau, wenn du es nämlich für andere Dinge auch haben willst, musst du es ja für Transparent-Features oder sowas, da musst du es irgendwie dazu schreiben. Und da steht es, genau. Per Standard wird diese Dark-Pseudo-Klasse, so wie wir es gerade gesehen haben, mit dem, ja, geht eben für Hintergrundfarben, für Rahmenfarben, Gradient-Color, Stops, Placeholder-Color oder Text-Color. Und alle anderen, wenn du das da auch haben willst, musst du es halt erweitern. Ja. Cool. Ja, was gäbe es noch zu zeigen? Dark, das war es fast schon. Echt? Ich dachte, wir brauchen viel länger. Vielleicht gibt es natürlich auch noch mal wo Fragen. Ich meine, es gibt jetzt noch den Production-Bild, den ich dann vorstellen kann. Ja, ist jetzt nicht dann so sensationell noch. Überlegt gerade, was man noch machen könnte. Ich meine, im Prinzip, man kann natürlich drüber reflektieren. Es ist geil, du kannst halt in den Komfort entwickeln, wo du dich wirklich nur aufs Layout erstmal konzentrierst und eigentlich nicht wirklich auf Architektur, auf die Struktur, also nicht auf Komponentenebene, also wie wir es halt vom BAM zum Beispiel kennen. Ja, du kannst einfach losgelöst deinen Code reinbarzen, wie man es bei Inline Styles eben gemacht hätte. Nur es ist weniger Code, den man schreiben muss. Ne? Es bleibt trotzdem noch kompakter. Dinge, die sich wiederholen, können wir auch in eigene Klassen rausbringen. Wir haben gesehen, wir können auch super einfach dynamisch alles machen. Ich meine, sowas kriegst du bei diesen ganzen Bootstrap-Utilities irgendwo am Ende auch hin, aber nicht so attraktiv.
wie wir es hier sehen. Ja. Aber, wie schon gesagt, was man halt bei BAM und SAS mit dieser ganzen Strukturierung hat, du hast Struktur, du hast es aufgeräumter. Könntest du hier am Ende auch hinkriegen. Du könntest natürlich hier auch nochmal BAM dann drüber bringen. Und wenn du es dann irgendwie mit SAS verbindest, was ich noch nicht probiert habe, ne? Ich habe noch nicht Tailwind mit SAS versucht zu verknüpfen. Ja, wär interessant, das auch mal zu testen und zu sehen, wie es sich da anfühlt. Vor allem, weil Aspekte, was ja bei BAM auch nichts zu suchen hatte, sind ja immer auch diese ganzen Layout-Aspekte, weil du sollst ja jede Komponente überall wieder einsetzen können und wenn du da irgendwelche Margins reinbringst oder irgendwelche Flexbox-Aspekte, dann bist du abhängig von dieser Layout-Definition. Und da finde ich geil, Tailwind mit reinzubringen dazwischen, ne? Zu sagen, ey, hier habe ich meinen Mixins. So sagt man das bei den BAM-Architekturmuster. Da mag das wieder alles echt nice sein. Also ich habe bei Tailwind einfach noch gemischte Gefühle. Ja, ich finde zum Beispiel, was Prototyping und mal schnell machen, ist ziemlich geile Sache. Wie sie es aber tatsächlich bei einem fetten Enterprise-Projekt am Ende verhält und wenn man eben das wirklich auch mal reflektiert, was die Architektur da angeht, würde mich das natürlich stark interessieren. Ja, was vielleicht da draußen jemand Erfahrung hat und was dazu sagen möchte, wäre sehr spannend. Was sagt ihr bis jetzt dazu? Was ist euer Gefühl dazu? Geil wäre natürlich auch die Leute, die BAM und SAS ja auch Erfahrung drin haben. Wie ist da so euer Gefühl? Oder die auch bei der Session dabei waren. Ich gucke gerade noch, ob ich noch mal irgendwas vergessen hätte. Den Config haben wir angelegt, optimieren mit eigenen Klassen haben wir gemacht, eigene Farben und Pixel hinterlegt, Dark Mode. Ja, also was wir noch anschauen können, wie jetzt so ein Production-Bild noch aussehen könnte. Ein bisschen komisch ist das. Die wollen, dass du deine Umgebungsvariable von den Node.js-Umgebungsvariable auf Production setzt. Ich hätte mir dazu irgendwie wie so ein Parameter zusätzlich gewünscht, den sie irgendwie nicht drin haben. Also das, was mir jetzt zum Beispiel dann nicht so gefällt. Und damit das Cross-Plattform einfachst funktioniert, dass du von der Konsole das ausführen kannst mit der CLI, müsstest du dir ein kleines Tülchen dazu installieren. Toolchen. So, und zwar npm install, das heißt cross-dev-env environment. Ja, das installierst du dir dazu. Und dann kannst du nämlich hier wunderbar in deiner Package-JSON einen richtigen Build reinbringen. So, und zwar Cross-Environment, jetzt mal ein bisschen Copy und Paste aus dem, was ich mir da schon irgendwo dabei gedacht habe. Und muss natürlich ein paar Dinge anpassen, ne? Sonst habe ich jetzt hier einfach mal spontan Tailwind genannt. Ich glaube, das andere heißt einfach nur Public. Und die Config-Datei musst du nicht mit angeben, das checkt der eigentlich, aber mit Bindestrich C kannst du sie mit angeben, ne? Und Bindestrich, Bindestrich, Minify, ja, dann minifiziert das dazu, dann wird es noch kleiner wie 13 KB natürlich, ne? So, und mit diesem Production-Build macht er halt eben auch dieses Tree-Shaking schön mit. Und das seht ihr, ja, jetzt rufe ich cross-env auf, was ich gerade installiert habe, ne, mit der Einstellung und anschließend startet er meinen anderen Befehl. Das kriegt cross-env so als Parameter mit. So, upsala, und zwar, schon wieder, das war's. npm run build. Dauert das jetzt, glaube ich, einmal ein bisschen länger. Watch habe ich nicht drin. Was schreibt ihr Schönes? So, ich finde Tailwind ziemlich cool, aber im Enterprise-Bereich noch nicht eingesetzt. Also in großen Projekten, keine Ahnung. Ja, ne, das ist das Schwierige, weil das kann, soll man echt nicht unterschätzen. Ob du da nicht wirklich, weil du kannst. Ich meine, schau dir manche Tailwind-Demos halt an. Ich meine, dann sagt man als Argument, ja, du kannst es ja in eigene Klassen machen, aber darum geht es ja immer am Ende, ja? Das ist ja auch immer die Geschichte mit den Inline-Styles. Machst du das dann auch vernünftig? Und so wie ich halt immer ein bisschen was so mitgekriegt habe von der Tailwind-Community, sind die halt nicht gerade scharf drauf, sich da Gedanken zu machen. Ne? Also schaut euch das jetzt an. Das ist jetzt der aufgeblähte
Code. Es ist halt statt Inline-Styles schreiben, Klassen. Ich meine, klar, bei BAM kann es schon auch aufgeblähter sein, aber trotzdem ist es etwas mehr, kannst besser nachvollziehen, zu was was gehört, etc. Ja, seht ihr das? Die Play-Tailwind, das ist so ein Playground, den ihr interaktiv nutzen könnt. Sogar mit Visual Studio Code, wie es aussieht. Was sagst du, Kitty Cat Black? Also, als jemand, der sich mit CSS nicht gut auskennt, finde ich, wirkt es sehr praktisch und einfach ein bisschen ausprobieren, welche Auswirkungen Änderungen haben. Ja, ist es. Das ist sehr geil. Ich sag ja, ich habe gemischte Gefühle. Ich habe noch nicht gesagt, ey, ich würde das nie einsetzen und das ist schlecht. Ich sag nur, ah, ich glaube, du musst nur ein bisschen vorsichtig sein. Ja, finde ich auch. Man muss nicht jede Freiheit von CSS kennen. Man kennt es einfach über das Tooling von Tailwind. Okay. Ich finde es cool. Ich bin persönlich aber auch ziemlich CSS-faul. Ja, das ist doch cool. Am Ende des Tages muss man sich mit CSS an sich trotzdem auskennen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Grundkenntnisse sind hier sehr wichtig. Ich gehöre da irgendwie zur alten Garde und bevorzuge CSS-Klassennamen, die semantisch sind und nicht visuell orientiert. Ja, eben, ne? Da bin ich voll bei dir. Das bin ich auch voll bei dir. Aber ich denke, du kriegst es vielleicht damit auch hin. Ja? Große Gefahr. Ich denke, in einem Projekt wird es vernachlässigt. Denke ich einfach. So, aber mit den Apply kommst doch irgendwie dahin. Das geht ja. Und naja, gut, du hast halt jetzt die schöne Strukturierung in der Datei selber nicht. Ne? Das kriegst du jetzt halt bei SAS schön hin. Aber es ginge ja. Du könntest ja BAM eigentlich hier drin ja auch irgendwie so wie nutzen. Ne? Aber bring's halt auch rein und mach's. Und ich glaube, es wird nicht passieren, weil du einfach da noch zu viele Stellen hast, die hier noch minimalistisch bleiben, wie hier, ne? Oder hier. Und dann machen sie es einfach nicht, ja? Weil wofür? Und oft kann es dann vielleicht sogar sein, dass BAM sogar, ja, dass das jetzt sogar mehr Code brauchen würde, weil der BAM-Name, Blockname oder Elementname wäre wahrscheinlich wieder länger. Es ist das Schwierige. Es ist schwierig. Man müsste es echt mal wagen. Quasi, Hero sagt mal, quasi die schönen kompakten Klassen, wie man sie will, nach vorne hin benutzen und diese dann aber in CSS-File mit Hilfe von Tailwind konstruieren. Und Alex sagt, naja, das Tooling steht und fällt mit der Nutzung. Also wie das genutzt wird, zieht man BAM durch zum Beispiel, etc. Ja, genau. Da wäre es interessant. Aber es ist leider auch keiner online da, der es bei einem fetten Enterprise-Projekt irgendwie mitgenutzt hat, Erfahrungen hat. Du findest auch unterschiedliche Erfahrungsartikel. Du findest Artikel, die auch sagen, dass das hier zu einem Blödsinn führt. Und andere sagen eben, das ist die Zukunft von, wie man mit CSS arbeiten wird. Bis jetzt ist da einfach Gleichstand, was ich immer so finden konnte. Eine fette Community hat es auf jeden Fall. Wenn ihr euch erinnert, der Albert, der hier auch immer zu Gast dabei war, der hat ja davon auch erst geschwärmt, da hatte ich davon noch gar nichts gehört. Und ich habe es öfter einfach jetzt schon immer mitbekommen. Tailwind. Und so wurde es Zeit, dass man sich damit einfach mal beschäftigt und auseinandersetzt. Geil ist es ja trotzdem, ne? Bleib mal bei dem Punkt. Achso, den Bild habe ich fertig. Schauen wir mal rein, wie es so aussieht um den Bild. Public, Style und yay, das ist es. Das ist es, ne? 6 kW hier unten sagt er nochmal 5,19. Dann nehmen wir doch natürlich die 5,19. Ja, das können wir auch gleich feiern. Ja, das ist doch schön. Und mit einem zusätzlichen Sound. Das nehmen wir daher. Ja, wow. Ich finde, das ist doch schon echt Tech-Porn, oder? Schön. So, was gibt es denn da so für Styles zu kaufen, beziehungsweise free? Das kann ich nicht sagen. Habe ich mich noch nicht beschäftigt mit. Also, was hat die Community, die Firmen damit bereits Interessantes zusammengestellt? Ja, beim
Kann ich nichts sagen. Außer Carlos findet es auch schick. Ja. Ich bin wirklich, also man kann noch unterschiedliche Varianten hinzufügen und machen, aber ja, da habe ich jetzt selber auch noch nicht so viel gemacht. Also du kannst halt jede, und das zeigen sie aber auch in der Dokumentation hier. Da bin ich jetzt echt weg. Und zwar, ob es Colors ist oder sowas, ne? Ja gut, da zeigen sie, wie du es bei Theme überschreiben kannst. Irgendwo gab es die ganzen Variants noch, die du dann hinterlegen kannst und verändern kannst. Und was können die Plugins? Typografie zum Beispiel. Das sind aber so offizielle Plugins. Auch noch nicht benutzt. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Habe ich noch nicht benutzt. Usage. Plugins require. Okay, lädst dir was rein. Plugins bin ich noch nicht. Bin ich noch nicht so weit. Tailwind UI, sind die Zusammenstellungen, die man kaufen kann? Achso, Tailwind UI sind ganz gute Vorlagen, die aber komplett auf Tailwind CSS basieren. Ja, genau, gut. Das ist ja okay, ne? Das ist ja wie so Bootstrap-Zeug. So, Tailwind UI, sagst du. Ja, und dann hast du halt Komponenten fertig, ne? Tailwind UI. Beautiful UI Components. Ja. Pricing. Dokumente. Ja, wobei, ne? Und wenn du dann das kriegst, was du brauchst, React, View, ne? Sehe schon, Angular ist sehr stiefmütterlich behandelt, es wird immer mehr am ablosen, oder was ist da los? So. Font Family, Sans, bla bla bla. Ja, die zeigen jetzt nur, wie man was einbindet, aber ich hätte gerne irgendwie fertige Controls gesehen. Ah, so schauen T-Shirts aus. Ja, das sind halt die Controls. Mouse over, kannst du clicky bunty irgendwas machen. Schön. Aber ich habe da keine Erfahrung mit dem Tailwind UI, aber es war eine Empfehlung hier aus der Community. Forrest, du nutzt das? Ihr nutzt es? Für Vue und React gibt es Headless UI Dev Komponenten, welche auf Tailwind CSS basieren und frei sind. Headless UI Dev ist auch von den Tailwind Entwicklern. Das ist ja interessant. So, Headless UI Dev. Schick. Von der ersten Sicht her. Ne? So, machen wir mal Listbox Select. Ja, gut. Ne? Und wenn es for free ist, was will man denn mehr? Gut, da ist der ganze React-Part mit dazwischen. Und dann hier die Class-Names, Installation. Schön. Cool. Also haben wir zwei Empfehlungen schon mal von der Community. Ja, also ich habe selber noch keine Plugins eingebunden oder damit noch mehr gemacht. Für Varianten habe ich jetzt spontan keine Idee. Also zusammengefasst haben wir überhaupt dieses Utility-First-Konzept besprochen. Na, wenn man da mal drüber geht. So würde das Ganze nativ mit Inline-Styles aussehen. Wir haben gelernt oder gehört, ja, Bootstrap hat sowas eigentlich auch, ja, aber ausgereifter und mehr drauf fokussiert ist halt eben Tailwind. Wir hatten hier auch noch Einschränkungen, ja, wenn man es nur nackig so nutzt, Tailwind. Wenn du es aber wirklich mit der CLI oder halt einen Transpiler dazwischen nutzt, kannst du halt eben eigene Klassen draus machen, auch deren bisherigen Klassen einfach wiederverwenden. Mit den Just-in-Time kannst du dann sogar hier eigene Farben einfacher deklarieren. Ja, du müsstest da nichts hier in der Config herummachen, was wir sogar auch einmalig gemacht haben. Und dass sogar von Haus aus so eine Art Dark-Mode mit unterstützt wird. Das haben wir uns angeschaut. Ich denke, das war jetzt einfach nochmal die kürzeste Zusammenfassung. Falls
jemand noch irgendwas wo zeigen möchte spontan, dann her damit. Ansonsten wäre es halt echt krass, ne, liebe Leute. Es ist gerade mal 22:30. Und ich bin da echt durch mit dem Thema. So, wie schaut's bei euch aus? Was schreibt ihr Schönes? Ja? So, Komponenten, welche auf Telemedizin ist auch von, ja, genau, das hast du schon geschrieben, gibt es aber erst seit, glaube ich, einem Dreivierteljahr und da kommen noch viele Komponenten dazu. Was ist dieses Needless UI? War nicht da. Ah, okay, habe ich nachgelesen. Okay, dann jetzt nochmal Grundkurs C-Sharp. Ja, nee, im Ernst. Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt schon so schnell auf einmal damit fertig bin. Aber es ist halt auch minimalistisch, ne? Super easy, einfach. Aber, Foris, du bist doch jetzt da erfahrener, oder? Gehen wir mal auf den Hauptbildschirm. Wechseln wir mal rüber. Wie fandet ihr es allgemein? Und lasst uns doch mal drüber sprechen und noch nicht über die Chatbox. Genau, warte mal, mach mal die Avatars kurz aus und die Chatbox an. Ach shit, das geht nur bei 2 Sprechern. So habe ich das nie da eingebaut. Schau mal, Carlos, jetzt bist du plötzlich wieder drin. Ich dachte, wir machen das einfach mal in groß mit dem Chat. Aber dann mach mal den Titel, blende ich jetzt einfach mal aus. Thema Überschrift, Sprechertext raus und Kameragast. Ich glaube, jetzt kann jeder schöner nochmal durchlesen. Also, ich mag Tailwind CSS als Entwickler. Ob ich es immer so richtig verwende, wie man sollte, kann man an der einen oder anderen Stelle bestimmt diskutieren. Tust du in schöne eigene Klassen was rausmachen oder auch nur, wenn du sagst, siehst da, ja, jetzt wird was doppelt? Wie gehst du da vor? Carlos freut sich. Ja. Es macht einen ziemlich coolen Eindruck, sagt Alex. Werde ich auf jeden Fall mal bei Zeiten ausprobieren. Ja, voll. Macht das echt. Ist echt cool. Wie läuft's bei dir, Alex, mit dem React-Projekt? Jetzt. Also, ich habe im Moment den Ansatz, dass ich da eher ein React-Function mache, für einen Button zum Beispiel, daher brauche ich da keine extra Klasse. Ist das auf Dauer doof? Was meint ihr? Ach so, bei React hast du ja Styled Components. Ja, das heißt, du wirst diesen Ansatz fahren und wirst halt da irgendwie wohl Tailwind mit einbinden, wo ich jetzt aber nicht drin bin, wie da die Syntax dann dazu ist. Soll halt mit dem Untertitel, der noch da war. Ja, voll. React macht Laune. Rest erzähle ich dir mal in einer ruhigen Minute. Okay. Cool. Also, wenn jemand Fragen hat, achso, eigentlich, wir müssten die Verlosung machen, gell? In einer Woche fange ich in einem neuen Kundenprojekt an. Nach 2,5 Jahren C-Sharp nun wieder Java. Nein. Das lässt du mit dir machen? Ohne Scheiß? Hero, du hast es so drauf. Du musst dich nicht quälen lassen. Alter. Aber, nee, auf Schmerzen, da stehst du nicht drauf, ne?
Stimmt, aber Epsi, Alex, du musst auch noch, ja, du musst auch noch mit mir hier als Gast Kotlin zeigen. Das steht noch auf der Pipe, das habe ich nicht vergessen. Übrigens, als Hinweis, oh Gott, welches Datum war das nochmal? Ich meine, der 20.10. Ich müsste jetzt echt nochmal nachschauen. Guck mal ganz kurz bei mir in mein WhatsApp rein. Und zwar habe ich da wieder den Jürgen Gutsch da. Und .NET 6 kommt die Woche da raus. Und wir werden euch zeigen, was es Neues in ASP.NET Core gibt in .NET 6. Und ich kann euch gleich mal das Datum sagen. Abstrakt für den Stream am. Wieso schreibt ihr jetzt 12.11.? Ach, war das 12.11.? Ach, 12.11., weil. Warte mal, jetzt werde ich gerade deppert. Was haben wir jetzt ausgemacht? Cool, dann plane ich den 12. 12. 11. 12. 11. Ja, ist ja noch hin, ne? Aber da gehen wir da durch. Java und C-Sharp sind doch verwandt. Geht erstmal ein paar Monate. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Ja, Ehre. Cool. Auge, Alman, Habibi, was? Okay. Da bin ich, glaube ich, draußen. Ich habe dich verstanden. Ich habe tatsächlich, ich habe jetzt das Quiz nicht ready dafür, ne? Das nervt mich gerade selber tierisch. Könnte nebenbei was machen, wir könnten eine Pause machen. In der Pause mache ich mein Quiz fertig. Und dann mach mal die Verlosung und dann finish hin. Und bei der Pause, wenn ich die jetzt einstelle, ja, wir machen jetzt 10 Minuten Pause, also die jetzt noch Quokka und Wallaby gewinnen möchten, ja, für Platz 1 und Platz 2 gibt es eine Lizenz, die können einfach dann dabei noch sein, ja. Also ich werde mir jetzt in 10 Minuten, solange ich die Pause mache, noch schnell ein Quiz einfallen lassen. Mal gucken, ob das klappt. Ihr könnt übrigens auch in der Pause dann zocken mit den Avatars, wenn ihr Bock habt. Ja, also dann bis.
So, liebe Leute, ach so, Attacke war noch, oh verdammt, warte mal. Nee, jetzt war durch. Der Krieg war noch da. Okay, jetzt ist over. So, also, ich hab's echt nur zu drei Fragen geschafft. Sorry. Normalerweise ist mir das ja echt noch nie so passiert. Die große Frage ist ja überhaupt, was ist denn das, was man da heute gewinnen kann? Also es gibt ja Platz 1 und 2. Ich habe zwei Lizenzen von demselben Anbieter ist das. Und zwar, ja, schauen wir doch da mal drüber, was sie da anzeigen. Und zwar Quokka JS. Man müsste echt gucken, was von beiden auf Platz 1 oder 2 kommt. Vielleicht, Hero, kannst du kurz schauen, welches von beiden teurer ist. Dann würde ich das teuerste auf Platz 1 bringen. Also Quokka JS, du kannst halt, während du deinen TypeScript-Code oder JavaScript-Code schreibst mit Visual Studio Code, wie man es hier schön sehen kann, siehst du halt zum Beispiel auch schon, was dabei rausspringen würde oder ob du eine Exception kriegen würdest. Ja, also der tut den, ja, der zeigt hier den Result-Wert halt schon an, wie man schön erkennen kann. Ne? Not supported. Und das ist bei bestimmten Algorithmen, wenn du dich darauf konzentrierst, halt recht praktisch. Ja. Dann haben wir eben noch das Wallaby selbst. Ja, das ist eigentlich, ach, wie hieß das nochmal bei .NET? Live Unit Testing. Kennt ihr das Feature? Live Unit Testing, exakt das macht Wallaby. Und zwar siehst du hier an deinem Produktivcode, welcher davon dafür sorgen würde, dass ein spezieller Unit Test jetzt fehlschlagen würde. Ja. Wenn ich es richtig sehe, ist Wallaby teurer. Okay, keine Gewähr darauf. Macht aber für mich Sinn. Ja, dann machen wir auf den ersten Platz das Wallaby. Ich finde das ja eigentlich auch erstmal viel geiler. Ich weiß gar nicht, wo man gerade die Pricing sieht. Homepage. Pricing. Ah ja, da pass mal auf. 121 oder 102, was? Mit 121 Euro und Quokka 50 Euro oder sowas, ne? Und beide zusammen 148. Gut. Ja, und ihr seht schon, welche Vorteile ihr habt. Und ich denke, da gibt es noch viel mehr geile Features, als ich es euch jetzt geil verkaufen konnte, was eigentlich ja nicht mein Ziel ist, sondern ich habe es halt irgendwie einfach organisiert und denkt, ihr freut euch. Wichtig, ja, wenn wir das jetzt hier spielen. Benutzt bitte euren Namen, den ihr auch hier verwendet, auf Twitch. Ansonsten kann ich nichts zurückverfolgen, ob du auch der echte Gewinner bist am Ende. Ja, das ist also wirklich wichtig. Und danach brauche ich deine, muss ich mit dir schreiben können, ja, und ich bräuchte wahrscheinlich die E-Mail-Adresse, die ich nicht weitergebe, sondern ich würde dir jetzt gleich nach dem Stream einfach die Lizenz schicken oder wie du da zu der Lizenz kommst, ja. Dazu müssen wir dann auf Twitch kommunizieren oder du kontaktierst mich dann auch auf Discord. Auf Discord haben wir eine echt tolle Community, wo wir regelmäßig immer über unterschiedliche Themen uns austauschen, unterschiedliche Kategorien, wo ich auch immer die Ankündigungen bringe, was so die nächsten Treffen dann kommt, ja. Okay, also mitmachen könnt ihr folgendermaßen. Ihr geht jetzt auf diese Webseite www.kahoot.it, ja, und da gebt ihr, wie schon gesagt, dann den Spielpin ein, den wir hier oben sehen. Und bitte, ganz wichtig, ja, nehmt bitte euren richtigen Namen her. So, drei Fragen sind mir nur eingefallen. Die waren nicht spektakulär, aber so kann jeder schön gewinnen. Ja. Ihr werdet bei euch auf dem Bildschirm, wo ihr euch auf Kahoot eingeloggt habt, ja, werdet ihr vier Buttons sehen, die farblich unterschiedlich sind und auch mit einem Muster hinterlegt sind für die, die vielleicht farbenblind sind. Und auf meinem Bildschirm werdet ihr die Fragen- und Antwortmöglichkeiten sehen. Ja, und wer am schnellsten die richtige Antwort ausgewählt hat, kriegt die meisten Punkte. Und am Schluss gibt es halt die drei Plätze. Ja, Platz 3 ist zwar cool, du bist auf Platz 3, aber du hast halt nichts zum Mitnehmen.
ich habe da keine Lizenz für dich etc., aber für Platz 2, ja, gibt es dieses Quora und das andere war Wallaby, ja, auf Platz 1. Genau. Wart jetzt noch ein bisschen. Na, ich gebe euch noch kurz Zeit. Wir haben ein bisschen ja die Zeitverzögerung und. Liebe Lurker, ey, ich sag's dir, wir haben hier deutlich mehr Leute, die online sind und da kommen nur 7 dazu. Ihr verpasst was. Hero ist doch noch dazu gestoßen und zeigt eigentlich immer 7 an. Oder ist jemand rausgesprungen? Na? Wobei Wallaby war schon nice. Dann ist er gleich dabei. Sphinxgraf, habe kaum mit JavaScript zu tun, eher .NET. Daher lasse ich denen, die es gebrauchen können, gerne die Chance. Nee, kann jeder mitspielen. Der Hero macht das ab und zu auch, ne? Der hat bestimmte Lizenzen schon oder kein Interesse. Du kannst auch mitspielen und deinen Preis dann den höheren geben, falls du auf den ersten oder zweiten Platz wärst. Kannst du ja sagen, ey, weißt du was, ich gebe meinen Gewinn den am Platz 3 ab oder sowas, ne? Sowas kannst du ja auch machen. Also Sphinxgraf, kannst du ruhig mitspielen. Aber wenn du sagst, du machst hauptsächlich .NET, war ja schön, dass du heute Abend dabei warst und ja, über den Tellerrand geguckt hast. Oder vielleicht hast du doch mit CSS zu tun, machst du dann Blazor oder irgendwas. Kann man denn die Plätze 4 und so auch noch sehen als Admin? Ich müsste schauen, ich glaube ja, aber ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Ah. Der Jan, oder? I don't know. Aber ich zähle jetzt da mal langsam runter. Ne? Liebe Lurker, aufwachen. Aufwachen, liebe Lurker. Jetzt kann man was gewinnen. Also. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1 und los geht's. So, Einstieg in Tailwind CSS Utility First. Die CSS Zukunft und die erste bescheuerte Frage, die mir eingefallen ist jetzt spontan. Wofür steht CSS Utility First? Steht es vielleicht erst mit einer CLI arbeiten, dann kann man designen oder sich erst nur auf die CSS-Eigenschaften konzentrieren oder CSS nur via JavaScript erzeugen oder CSS nur als Tool nutzen. Ich sag euch ja mir, ey, mach mal schnell in 10 Minuten, ja, also. Aber 9 haben gut aufgepasst, super, ne? Wir konzentrieren uns nur auf die Eigenschaften, nicht aufs Naming, wie wir es strukturieren und so weiter. Ja, wir nutzen einfach die Eigenschaften, aber statt, dass wir dieses Styles-Attribut nutzen, nutzen wir das Class-Attribut und dann mit ein bisschen weniger Code, ja? Und 9 haben es gewusst. Und am schnellsten, ja, Carlos, ja, und dann Hero an zweiter Stelle, Forrest. Hätte ich jetzt ganz oben erwartet auch, ne? Aber... okay, wird spannend. Schauen wir mal weiter. Frage 2. Welchen Nutzen bringt mir der Just-in-Time-Mode, den wir doch da mal aktiviert haben? Ich brauche dann keine Tailwind CLI mehr. Tailwind wird dann via JavaScript transpiliert, oder? Ich bekomme damit den Dark-Mode, oder es geht schneller und kann dynamische Werte übernehmen. Naja, es geht schneller zu transpilieren. Ja. Aber 8 haben verstanden, was ich damit meinte. Und ja, ne, der Transpile-Vorgang von der CLI, wenn der läuft dann schneller. Und ich kann auch dynamische Werte zum Beispiel übernehmen. Natürlich gibt es noch weitere Vorteile. Ne? So, und am schnellsten richtig gewusst hat's Hero. Ja, und dann Forrest. Und dann Sphinxcraft, der erst gar nicht mitmachen wollte. Und dann Finzorite und Garros TV ist wieder dabei. So, die letzte Frage, und die könnte nochmal doppelte Punkte haben, das heißt, jetzt weiß wirklich keiner mehr, wer der Gewinner sein kann, denn gegenüber Bootstrap kann Tailwind per Standard mit Pseudoklassen arbeiten
oder mit zusätzlichen JavaScript-Services besser bedient werden oder auch typsichere CSS-Klassen anbieten oder kann Tailwind gegenüber Bootstrap unterschiedliche Themes anbieten? Oh, das war ja mal krass, ne? Dass so viele was anderes gemacht haben. Nein, wir können es mit typsichere CSS, no way, das hat gar nichts zu tun. Und diese Themes, das ist mir irgendwie das absolut bescheuertste, was mir irgendwo eingefallen ist. Und vier haben sich noch erinnert, genau, wir können sowas wie Hover, ja, so eine Pseudoklasse, kannst du direkt per CSS-Klassen deklarieren. Oder Dark Doppelpunkt wurde auch als Pseudoklasse bereitgestellt. Schon ziemlich geil. Und vier Stück haben doppelte Punkte gekriegt. Und das macht viel aus. Und schauen wir uns nämlich an, wer nämlich jetzt der Gewinner ist. Ich bin gespannt. Und Alex ist auf Platz 3. Glückwunsch. Und auf Platz 2, Sphinxgraf. Kannst du es an Alex abgeben, wenn du willst. Und auf Platz 1, Ero. Ja, Platz 4. Ja, sieht man. Und 5. Wurde eingeblendet. Glückwunsch. Glückwunsch. Glückwunsch, Hero, Sphinxgraf, der .NET-Entwickler, der eigentlich gar nichts mit CSS zu tun haben will. Und dann der traurige Alex. Oh, und du sagst immer, ne, du gewinnst nichts, aber du hast den 3. Platz gewonnen. Ja, lieber Hero, schau, dass du mit mir dann bitte den Kontakt aufnimmst, dass du diese Lizenz erhältst. Und Sphinxgraf, du auch, ja. Und jede Frage von den meisten Spielern richtig beantwortet. Sehr schön. So, ich hoffe, euch haben noch die sensationellen Fragen eine tolle Unterhaltung geboten. Es war mir ein Fest, ja, dass ihr da wart. Ich gehe jetzt hier nochmal rüber, aktiviere aber jetzt nochmal die Avatare. Und ich werde euch dann gleich weiter raiden oder leiten zu einem anderen Streamer. Ja, das heißt, dann könnt ihr noch ein bisschen Entertainment bekommen. Oder wer sagt, heute Abend ist öfter immer wieder dieses Bam und Sass erwähnt worden, der kann natürlich sich ganz gerne unsere Folge hier da nochmal anschauen auf YouTube. Ihr wisst schon, nicht vergessen, abonnieren, Daumen nach oben, alles, was dazugehört. Und da könnt ihr nochmal richtig sehen, wie man so eine richtig saubere CSS-Architektur halt aufbaut. Ne? So ganz ohne so einem Utility-First-Tool. Bei mir würde das, glaube ich, kaum zum Einsatz kommen. Das heißt, Sphinxgraf, du würdest das abgeben an Alex, also an Epsi, dein Gewinn. Ja, Carlos, schön, dass du dabei warst. Achso, ja, unbedingt. Ja, dann Alex, Epsi, bedank dich an Sphinxgraf, der schenkt dir eine Lizenz. Ist bestimmt ein super Produkt, habe aber keinen Use Case dafür. Besten Dank. Super lieb. So, wie schon gesagt, nächste Woche Freitag, 20.30 Uhr. Ich weiß noch nicht, welches Thema. Wenn jemand gerne auch hier mal Gast sein möchte und was zeigen möchte, was er so macht, gerne, ja, schreibt mich an. Ihr habt jetzt noch mal die letzte Chance, kurz da hier ein Battle zu starten. Genau, würde mich interessieren. Hat es euch heute was gebracht? Hat es euch heute Abend Spaß gemacht? Oder würdet ihr sagen, die Zeit war vergeudet? So, ich schau mal, wen kann ich denn hier raiden? Und zwar Kanal Raiden an. Wen hätten wir denn da? Ach, an die habe ich. Ich glaube, ich gebe euch weiter an. Wo wir sind ist vorne, sind nämlich auch Web-Devs. Ich hoffe, die bleiben jetzt gerade noch ein bisschen. An die gebe ich euch weiter und lasst ihnen liebe Grüße da, ja, sagt liebe Grüße von Gregor, ja, sobald ihr drüben seid im Kanal, sagt liebe Grüße von Gregor. So, der Raid beginnt gleich, ja, wow, Alex hat dafür ein Geschenk-Abo an Sphinxgraf weitergegeben, das ist ja mal nett, das ist cool. So, schönen Abend noch an alle. Okay, oh danke, warte, feiner Zug. Habe auf jeden Fall, Mist, das war, jetzt bin ich weg. Habe auf jeden Fall endlich mal Tailwind CSS kennengelernt. Danke, Hero, für dein Feedback. Und die anderen, die schreiben gar nichts. Also, cooler Stream, Gregor. Danke dir auch, Alex. Schönen Abend euch. Cool. Ja? Wollt ihr noch einen Fight, den letzten? Schauen wir, ob es noch zeitlich reingeht. Ah, ich glaube nicht.
Hat mir gefallen. Das Feedback von euch ist mir jetzt eher viel wichtiger. Kryolith, danke für dein Feedback. Und Sphinxkraft, toll, dass du auch dabei warst. Schön. Dann war es mir, wie schon gesagt, ein Riesenfest. Haut rein und grüßt die jetzt, wo ihr gleich weitergeschaltet wird. Bis nächste Woche Freitag um 20:30 Uhr. Danke euch. Ciao.